Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem speziellen Sailor Moon Podcast zur Toonmaker Sailor Moon Folge. Und mit dabei sind wie immer eure Moderatorin Sailor Cat und... ein sehr maddes Mad-Eye. So mad, ja. Ja, das ist also... ich habe ja meine Reaction schon aufgenommen, da habe ich es mir das erste Mal angeguckt, da war ich eigentlich recht positiv eingestellt. Also da haben die positiven Aspekte tatsächlich überwogen. Jetzt beim zweiten Mal fand ich die Sachen, die ich positiv fand, immer noch gut, aber was ich negativ fand, wird immer schlimmer. Okay. Nee, bei mir ist es eher andersrum. Ich gewöhne mich jetzt langsam dran, jetzt, da ich diese Folge einfach mehrmals gesehen habe. Also am Anfang war ich auch so, Gott, schrecklich. Aber irgendwie... ja, jetzt auch, wo ich halt mehr über die Hintergründe weiß. Ich meine, es ist immer noch keine gute Serie, aber naja. Da würde ich zum Beispiel mal ein Fragezeichen dran machen, ob es nicht vielleicht wirklich eine gute Serie geworden wäre. Naja, also ich meine, es ist halt keine gute Serie im Vergleich zum Original. Naja, aber erstmal sollte ich vielleicht erklären, um was es hier überhaupt geht, falls ihr das nicht wisst. Also es sollte damals eine amerikanische Sailor Moon-Version geben, also statt dass man den Anime dort... einfach synchronisiert, hat man sich gedacht, wir machen was Eigenes, weil das hat nämlich mit Power Rangers super funktioniert. Das war ja auch eigentlich eine japanische Serie namens Chu Ranger. Ja, da hat man halt die Action-Szenen aus dem Japanischen übernommen, aber die amerikanischen Serien neu gedreht. Von daher hat das ja schon mal ganz gut funktioniert, dass man was Japanisches nimmt und das dann als ein eigenes Ding in Amerika rausbringt. Ja, aber dann war es halt doch günstiger, dass man den Anime einfach synchronisiert und deshalb ist das dann nie zustande gekommen. Es gab halt aber diese 10-minütige erste Folge. Also das war halt nur so ein Proof of Concept, was die gemacht haben, um es halt Toei zu zeigen, so nach dem Motto, ja, das würden wir machen, dürfen wir das machen. Naja, durften sie dann nicht, aber die Folge existiert halt noch, ebenso wie ein Musikvideo. Das Musikvideo wurde dann auf Conventions später mal gezeigt, deshalb wussten die Fans dann, dass es das gab. Und ja, nach sehr langer Recherche hat dann die YouTuberin Raymona tatsächlich die erste Folge ausgegraben in der Library of Congress mit der Unterschrift des Rechteinhabers. Ja, ist eine crazy Story. Ich würde euch auch sehr empfehlen, erstens mein Video dazu anzuschauen, denn ich habe ein Video gemacht, wo ich ganz genau die Hintergründe und alles erkläre. Also da werde ich jetzt in diesem Podcast nicht mehr so viel zu sagen. Und schaut euch auch auf jeden Fall Raymonas Dokumentation an, denn sie hat diesen ganzen Findungsprozess und alles Mögliche in zwei ausführlichen Dokumentationen festgehalten. Und schaut mal als Reaction. Ja, da könnt ihr dann ja auch gleich das Video mitgucken. Also wenn es kein Problem für euch ist, dass meine Fresse ein Viertel des Bildschirms einnimmt. Ja, ich werde euch natürlich aber auch nochmal die Folge verlinken, damit ihr es gucken könnt, aber ich denke mal, man findet es auf YouTube auch mittlerweile sehr schnell. Ja, also ich glaube, wenn man in der Sailor Moon Bubble ist, dann kommt YouTube sowieso und sagt, guck mal, guck mal, guck mal! Man darf jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass das, was wir hier sehen, wirklich die erste Folge gewesen wäre. Weil erstens ist es viel zu kurz für eine ganze Folge. Ich nehme mal an, dass gerade beim Realfilmteil hätte wohl noch einiges mehr dazu gehört. Ist halt einfach nur so ein Pitch. Auch, das finde ich auch ein bisschen komisch, weil es hieß irgendwie die ganze Zeit immer, dass die Pilotfolge 17 Minuten lang wäre, also bevor man die gefunden hat. Das wurde immer wieder gesagt. Und ich frage mich halt, ist das einfach nur eine Fehlinformation gewesen oder wurde da dann doch noch was geschnitten? Allerdings, ich weiß nicht, ich wüsste halt aber auch nicht direkt, was man da noch Krasses reinbringen soll. Weil auch wenn die Serie, also die Folge, sehr kurz wirkt und halt das alles sehr schnell geht, ich weiß nicht, irgendwie wüsste ich aber auch nicht, was man da jetzt noch reinbringen könnte. Folge wirkt ja trotzdem recht abgeschlossen und so. Ja, also ich habe den Eindruck, es ist halt so, in dem Realfilmteil passiert ja eigentlich gar nichts. Das stimmt. Das ist es im Wesentlichen dieser Song und dann kommt eigentlich auch schon sofort Luna und hey, auf dem Jupiter ist was los, geht mal dahin. Und dann hört der Realfilmteil auch schon auf. Ich könnte mir denken, dass da noch ein Handlungsstrang im Realfilmteil gekommen wäre, wenn man die Folge jemals fertig gemacht hätte. Ja, ich weiß nicht. Also hätte ich mir eigentlich auch gedacht, aber wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich passt da nicht mehr wirklich was rein. Ja, das hier ist 8 Minuten. Eine typische TV-Folge ist ja so ungefähr 20 Minuten. Also ja, klar. Aber du hättest ungefähr nochmal so viel Zeit gehabt, selbst wenn du einen fetten Werbeblock einplanst, um noch irgendwas zu machen. Also da kannst du schon einiges unterbringen.
Ja, natürlich, also Zeit wäre natürlich da, aber ich frage mich halt, wo hätte man denn dann noch Szenen reingeschoben? Weil irgendwie finde ich, passt da nicht so recht noch was rein. Also dann dieser Übergang zwischen Animation und Realding, also das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist halb Animation, halb Real-Dings. Ja, vielleicht reden wir einfach darüber, wenn es soweit ist. Ja, okay, gehen wir einfach wie üblich mal Stück für Stück durch den ganzen Irrsinn durch. Genau, wir werden hier das hier sehr genau analysieren, glaube ich. Ja, wir werden noch über Design sprechen, du meine Güte. Ja. Also, wir fangen da an, wo Sailor Moon immer anfängt. Im Weltraum! Weltraum. Und wir sehen Aber erstmal. fängt Sailor Moon da immer an? Also zumindest Crystal, aber der alte Anime nicht. Nee. Also im Englischen fängt der auch im Weltraum an, nur mal angemerkt. Ja, darauf wollte ich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Erstmal sehen wir halt einen ganzen Haufen CGI-Planeten, also ein bisschen CGI ist auch drin. Die sehen auch gar nicht so kacke aus. Also das CGI ist erstaunlich okay Nee, dafür, dass sie. also das war in der Zeit richtig, richtig gutes CGI. Ja, ich meine, sie hatten sehr wenig Budget, was man auch merkt, und sie hatten auch sehr viel Zeitdruck. Aber das CGI sieht erstaunlich gut aus dafür, was es ist. Ja, das hat aber einen entscheidenden Grund. Ja. Das bewegt sich nicht. Ja, gut, das stimmt. Es ist eine Kamerafahrt über Planeten und noch nicht mal um Planeten rum. Also, das war auch damals nicht so schwer. Ja, okay. Aber auch später gibt's noch mal CGI, dass ich finde, das gut aussieht. Ich kann übrigens nicht alle Planeten zuordnen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ja, stimmt. Ich habe da jetzt nicht so genau aufgepasst, aber ich fand auch, es wirkt ein bisschen komisch, weil irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, das sind zu viele Planeten. Nee, das passt schon, aber ich habe jetzt gedacht, okay, wir fangen an mit Pluto, ja, alles gut, dann kommt der Neptun, das ist auch gut. Moment, dann kommt ein Planet, ja, der mit viel Wohlwollen vielleicht Uranus sein könnte. Dann kommt Jupiter. Okay, ich habe erst gedacht, okay, Saturn gibt's nicht in diesem Universum, aber man sieht später noch Saturn, also so einen sehr bunten Saturn. Ja. Und zwischen Jupiter und, dann sieht man übrigens nochmal Pluto, ist ein Planet, wo ich denke, ja, das könnte auch Neptun sein oder Uranus. Auf keinen Fall einer von den Steinplaneten, ist eindeutig ein Gasplanet. Tja, ich weiß es nicht. Ja, und dann kommt der knallbunte Saturn, also mit knallbunten Ringen vor allem. Ja. Und dann kommt Mars, Venus, Ja, genau. Fragezeichen. Mars? Fragezeichen. Vielleicht auch Venus? Es könnte auch der Mond sein. Macht nebenbei Ja, am meisten irgendwie schon Sinn. so ein rötlicher Mond könnte es auch sein. Also ich denke mal, es ist der Mond, weil danach schwenken wir über direkt in so eine Kraterlandschaft, wo dann auch die eigentlichen Ereignisse stattfinden. Ach stimmt, ja, dann muss es der Mond sein. Es hat halt nur irritiert, weil der so rot ist. Ja, der Mond ist halt also weiß. Ja, eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt auf diesen roten Mond kommt. Das ist etwas, was man auch den Leuten leicht erklären kann. Ja, guck mal raus, ist weiß. Ja, man sieht's halt eigentlich. Ja, und derweil haben wir so eine Voice-Over, die uns erklärt, ja, das. Womit fängt die an? Also es geht darum, das Sonnensystem wird angegriffen, aber. Genau, von Queen Beryl. Und die hat bereits die äußeren Planeten quasi erobert. Also die Autos sind wie immer nutzlos. Ja, ich weiß aber nicht, ob es hier wirklich Outer Senshi gegeben hätte. Aber die äußeren Planeten spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe stark den Eindruck, wenn ich mir angucke, an welchen Monstern sie sich orientiert haben, dass sie das auf Grundlage der ersten Staffel gemacht haben. Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt die Outers überhaupt schon raus waren. Naja, also es war 94, beziehungsweise mit der Planung haben sie schon ein bisschen früher angefangen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann die dritte Staffel rauskam. Könnte schon so gewesen sein, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie die Outers schon kannten. Nee, also ich glaube das auch nicht. Aber es wäre interessant, wenn sie die Serie gemacht hätten und dann später noch die Outers hätten bringen müssen, wie die dann reingekommen wären. Ja, das sind irgendwelche Rebellenprinzessinnen, die irgendwie die Eroberung ihrer Planeten überlebt haben oder so. Kann Ich stell sein. mir die so wirklich so, wie in so einem Rambo-Outfit dann vor. Ja, also es ist nämlich so, hier haben alle dieser Princess Warriors, also das sind die Sailor Kriegerinnen, so Jewels of Power. Und Queen Beryl hat halt die Jewels of Power von den Outers, also von den äußeren Planeten schon eingesackt. Und wenn sie die von den inneren Planeten jetzt auch einsackt, dann ist sie die Herrscherin des Universums. Oder glaube ich zumindest das Sonnensystem. Sagen Sie Universum? Nee, wahrscheinlich Sonnensystem. Ja, erinnert ein bisschen an die Sternenkristalle, obwohl Sie die noch nicht gekannt haben können.
Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Das ist interessant, weil dieses ganze Ding, oder halt auch generell, dass die Senshi von anderen Planeten kommen und da die Prinzessinnen sind, auch das wird ja eigentlich erst sehr spät alles erklärt. Das können sie noch nicht gewusst haben eigentlich zu dem Zeitpunkt. Moment, wann wird denn das im Manga erklärt? Ja, eigentlich im vierten Arc Ende erst. Und ich Wirklich? glaube, dass, ja doch. Ich habe irgendwie in meinem Kopf, das wäre schon sehr früh klar gewesen. Also ich weiß nicht, ob das mal angedeutet wird, aber dass die Prinzessinnen von da sind, das wird eigentlich erst am Ende vom vierten Arc gesagt. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Punkt, den ich für eine, wenn es denn je eine Serie gegeben hätte, den ich auf jeden Fall für einen sehr starken Punkt gehalten hätte, denn das Sonnensystem ist bewohnt. Ja, das finde ich auch cool. Und generell scheint es hier ja mehr so mehr Infos zu geben über die anderen Königreiche und über das Mondkönigreich und so. Denn das ist ja nicht einfach was in der Vergangenheit war, sondern das ist hier eigentlich immer noch in der Gegenwart. Und die Kämpfe werden, denke ich jetzt mal, die Kämpfe werden immer im Weltraum spielen, wenn es dann eine Serie gewesen wäre. Und das finde ich eigentlich auch voll cool, weil das ist was man im 90er-Anime und auch im Manga vermisst. Man erfährt halt so wenig über dieses frühere Leben und das Mondkönigreich. Und im Weltraum, ja, ich meine, manchmal sind wir schon im Weltraum, aber halt meistens sind wir nur auf der Erde. Ja, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen, aber also ich predikte mal, es hätte dann, wenn sie eine Serie draus gemacht hätten, hätte es dann irgendwann, wäre es dazu gekommen, dass Beryl irgendwann rausfindet, wo zur Hölle verstecken die sich eigentlich? Aha, hier, Parallelerde, I see. Die greife ich mal an. Das wäre dann vielleicht entweder ein Staffelfinale oder so ein Mittelstaffelfinale gewesen. Also ihr wisst schon, Ja, so der Höhepunkt in der Mitte der Staffel. Ja, wäre möglich. Aber ich glaube, das wäre halt ja auch erstmal so sehr episodisch geworden, sodass halt immer irgendwas im Weltraum ist. Da wird Ich immer irgendwas angegriffen. gehe generell in der amerikanischen Cartoon-Tradition davon aus, dass das sehr auf den Status quo bedacht gewesen wäre. Da hätte sich, das wär so gelaufen, dass da 10 Folgen lang gar nichts passiert, immer dasselbe. Und dann gibt's irgendwie, ja. Ja, aber ich weiß nicht, aber jetzt bei so ganz klassischen Cartoon-Serien, da gibt's ja noch nicht mal diese Mitstaffelfinale oder da ist es ja manchmal sogar so, dass es überhaupt keine Haupthandlung gibt. Guck dir She-Ra an. Also gut, ich meine, bei so einer Serie könnte ich mir schon vorstellen, dass es mal irgendwie eine wichtige Folge gibt. Aber ich glaube auch, es wäre schon sehr darauf ausgelegt gewesen, dass halt jede Folge irgendwie immer irgendwas Neues angegriffen wird, wo sie dann hin müssen. Also ja, dass es da jetzt keine riesen Rahmenhandlung gibt. Ja, ich erwähne She-Ra nicht ganz ohne Grund, denn wenn wir jetzt in der Szene sind, sehen wir auch relativ schnell Sailor Moon und ja, wenn man jetzt die 80er She-Ra daneben stellt, fallen einem gewisse Ähnlichkeiten auf. Ja, soweit ich gehört habe, war der Stil von Filmation, also die halt auch He-Man und She-Ra damals gemacht hatten, war so ein bisschen die Inspiration. Was kein gutes Zeichen ist. Also nicht, dass die keine coolen Stories erzählen konnten, aber deren Animationsstil, ich glaube, die oberste Devise war sparen. Das sieht man noch viel schlimmer in der alten Star Trek-Serie. Da haben sie im Grunde genommen nur Tja. Standbilder hin und her geschoben. Ja, was ist hier gerade los? Also man will hier jetzt eine Allianz der inneren Planeten gründen Beziehungsweise und... die ist schon gegründet und der Mond ist das Kapital, also das Hauptkönigreich, Hauptstadt oder so. Genau, und um diese Allianz zu besiegeln, sollen jetzt irgendwie Sailor Moon und Prinz Darien... Ja, ich komme nicht Ja. drum herum, er heißt hier halt so, sollen jetzt heiraten. Wobei die sich auch irgendwie erfaselt was von ewiger Liebe. Also es scheint keine rein politische Angelegenheit zu sein. Nee, also es scheint schon so zu sein, dass sie sich wirklich lieben. Ich finde es aber ganz interessant, dass dieses Ding, dass der Mond so die Hauptstadt ist, dass das eigentlich nur wegen dieser Bedrohung so gemacht wurde und nicht schon von vornherein. Weil im alten Anime ist es ja so, ja, der Mond ist ja sowieso supreme, der steht über allem, der ist der krasseste Himmelskörper mit der krassesten Macht. Aber hier ist es halt eher so eine politische Entscheidung, weil es halt eine Krisensituation ist. Ja, vor allem da kann man alles Mögliche an Geschichten erzählen. Ich mache mir nichts vor, die hätten wir nicht bekommen. Also wir hätten da keine politischen Vermutlich. Querelen zwischen Planeten gekriegt. Niemals. Nicht Nee. in der Zeit und nicht bei einer Kindershow. Aber es ist trotzdem ein guter Gedanke. Das stimmt. Ja, der Typ heißt Darien, was interessant ist, weil er ja auch im Deke Dub so hieß. Ich glaube aber, hier hätte man irgendwie,
hätte man es, glaube ich, mit 2a geschrieben. Es gibt halt nämlich auch Teile des Skripts, die veröffentlicht wurden, und bei der Deke-Version mit E und A. Hätte ich sogar mit 2R geschrieben? Also Darien. Was? Hätte ich sogar mit 2R geschrieben? Nö. Nee? Okay. So, wir haben schon über Sailor Moon gesprochen, die überhaupt nicht ihr klassisches Design hat, aber das finde ich komischerweise nicht mal schlimm. Ja, also sie hat nicht ihre typischen Haarknödel und Zöpfe, sondern so offene blonde Haare. Die Uniform sieht ansonsten relativ gleich aus, nur dass diese auch typischen Schleifen fehlen. Ja, und ihre Schulterstücke geben mir irgendwie so Sailor V-Vibes. Das auch. Mich erinnert es auch so ein bisschen an die Musicals, also an die alten Musicals, wo ja auch immer diese Matrosenkragen so aufgestellt waren. Ja, so wie ein richtiger Matrosenkragen sieht es irgendwie auch nicht aus, finde ich. Naja, gut, bei den Nee. anderen schon eher. Ja, gut, Sailor Moon. Also mich stört tatsächlich gar nicht, dass sie ihre Odangos nicht hat. Komischerweise. Ja, das wundert mich auch. Also irgendwie, das ist ja eigentlich so was Ikonisches. Und ich finde es irgendwie kacke, dass man es weggelassen hat. Aber andererseits finde ich, das Design sieht trotzdem gut aus. Kommen wir zu etwas, was nicht so gut aussieht. Was haben Sie mit meiner Mars gemacht? Ja. Generell muss man erstmal sagen, dass der Cast, dass man da sehr an der Diversität geschraubt hat. Also die Senshi haben größtenteils alle unterschiedliche Nationalitäten. Was auch eine gute Idee ist und so ein bisschen anknüpft an die Shiteno, die ja auch verschiedene Erdteile repräsentieren. Ich glaube zwar nicht, dass das der Gedanke dahinter war. Ich glaube nicht, dass sie das wussten. Aber ich find's auch eigentlich eine coole Idee. Ich habe generell den Eindruck, dass sie nichts von Shiteno wussten, weil es kommen Nee. keine vor. Nee, das wundert mich auch. Ich weiß nicht, ob die dann später nochmal vorgekommen wären oder nicht. Also ich meine, das mit der Nationalität, das macht aber auch Sinn, vor allem wenn man das halt als amerikanische Serie aufzieht, wo das ja relativ normal ist, dass da halt verschiedene Nationalitäten rumlaufen, im Gegensatz zu Japan, wo das ja jetzt nicht ganz so verbreitet ist. Ich würde auch nicht mal sagen, dass es verschiedene Nationalitäten, sondern einfach nur verschiedene Herkünfte sind. Ja, Wahrscheinlich also kulturelle sind das alles Hintergründe oder. Amerikanerinnen. Ja, ihr wisst schon, was wir meinen. Ja, aber was haben Sie mit Mars gemacht? Ja, Mars ist als einzige Asiatin. Ich glaube, sie wäre Chinesin, aber ich bin nicht ganz sicher. Und sie hat halt leider nur so kurze schwarze Haare. Und ich finde einfach, es sieht nicht gut aus. Es ist also, oh, wir haben diesen Charakter, den alle auf ihre wunderschönen langen Haare ansprechen. Lasst uns ihr eine Kurzhaarfrisur geben. Was? Ja. Aber das ist gar nicht das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, irgendwas ist mit ihren Augen los. In dieser Okay. ersten Szene geht's noch, aber immer wenn ich die so in Bewegung im Bild sehe, denke ich immer, irgendwas stimmt mit ihren Augen nicht. Und ich kann's nicht genau ausmachen, aber irgendwie denke ich immer, hä? Sieht komisch aus. Ich weiß nicht, vielleicht, weil die Augen so ein bisschen länger gezogen sind, Nee, weil sie das ist ja. es nicht. Es ist irgendwas mit den Nee? Pupillen immer. Also, beziehungsweise mit der Iris, die. Naja, also, sie hat halt weiße Pupillen Ach und eine schwarze so, Iris. Das ja. stimmt halt sowieso hin und vorne nicht, aber. Stimmt, ja. Irgendwas ist immer mit ihrer Iris. Die ist auch manchmal komisch geformt. Ja, also sie hat halt dunkle Augen, aber dann halt diesen weißen Punkt innen drin. Das sieht wirklich komisch aus, stimmt. Und wie gesagt, beim ersten Bild, da geht's sogar noch, aber später, wenn man sie mal in größerer Bewegung sieht, da denke ich immer, irgendwas stimmt nicht. So, dann haben wir Mercury. Ja, die ist komplett anders. Sie hat ja immer noch natürlich die blaue Uniform. Also die Uniformen sind ja, wie gesagt, recht gleich. Aber sie hat so eine rote, wallende Lockenmähne. Meine erste Impression ist, Mercury aus Irland. Ja, sie ist Merida Mercury. Ja, das stimmt, wobei die kommt ja aus Schottland, aber. Ah, okay, stimmt, ja. Und sie sitzt im Rollstuhl. Das ist wahrscheinlich der Elefant im Raum. Auch eine sehr coole Idee, auch dass sie. Also, die haben ja nachher alle diese Surfbretter, mit denen sie durch die Luft fliegen. Ob man das jetzt Genau. Panne findet oder nicht. Sie hat so einen Gleiter und erinnert mich total an Dr. X. Ja, sie hat halt quasi so einen fliegenden Rollstuhl dann, mit dem sie auch Laserstrahlen abschießen kann oder sowas. Ja, wie Dr. X. Ja, ich finde das eigentlich auch ziemlich cool. Also generell die Ideen, dass man halt die Charaktere so ein bisschen diverser macht, fand ich cool. Ich hätte halt gerne ein bisschen von den Persönlichkeiten gesehen, darüber sehen wir allerdings hier rein gar nichts, aber da hätten 10 Minuten Ja. vermutlich ohnehin nicht ausgereicht, selbst wenn man es versucht hätte. Also ein kleines bisschen sehen wir schon, also es lässt sich ein bisschen erahnen, in was für Richtung die Charaktere gehen würden, aber die Persönlichkeiten sind ja aber auch dann komplett geändert. Also überhaupt nichts mehr ist wie bei den alten Senshi, was die so ausgemacht hat. Woher weißt denn du das?
Es ist mir beim ersten Mal schauen auch nicht aufgefallen, aber es gibt so ein paar Sätze, die schon recht eindeutig auf den Charakter schließen lassen, zumindest ein bisschen. Sehen wir dann später vor allem bei dieser Anziehszene. Oh Gott, das war so schlimm. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Das nächste und jetzt, ich glaube, Minako ist komischerweise die nächste. Aber die Ja. Reihenfolge ist, naja. Sie ist entweder Latina oder irgendwie aus dem Nahen Osten, ich weiß jetzt nicht, oder mediterran halt irgendwie. Also, wenn es amerikanisch ist und Diversität Dann pushen wahrscheinlich soll, Latina. dann ist es wahrscheinlich Latina. Weil das ist in Ja. Amerika halt ein Thema und Nahe Osten jetzt nicht so sehr, vor allem damals noch nicht, heute vielleicht ein bisschen mehr. Ja, also ich kann mir das auch eher vorstellen, dass sie Latina ist. Auch von ihrem Charakter her. Sie wirkt halt so ein bisschen leidenschaftlich. Ich weiß, es ist jetzt klischeehaft, aber ja. Ja, ist ja, wir werfen das nur hier sowieso nur mit Klischees. Ja, Also, eben, von was daher willst du auch, ich wundert's meine, mich bei einem nicht. 10-Minuten-Film, da kannst du nicht mehr machen als Klischees werfen. Ja, Das geht klar. gar nicht. Ja, sie hat so dunkle Haare und außerdem ist ihr Outfit nicht mehr so orange, sondern mehr gelb. Ja, weswegen ich auch, naja, also, naja, ich bin nicht ganz so einverstanden mit ihrem Design, aber es stört mich auch nicht wirklich. Ja, so ihr Design finde ich Es ist so eigentlich ganz langweilig. okay. Ja, es ist jetzt nicht krass spannend. Das von Mercury mag ich irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie Ja. hat das was. Ja, Mercury fand ich auch irgendwie okay. Kann man machen. Aber bei Minako habe ich gedacht, ja, also bei Venus, so ja, okay. Wäre das länger, ich würde glaube ich ständig vergessen, dass das Venus ist, weil irgendwie hat die. Das ist einfach Girl Nummer 5. Die ist halt auch da. Ja, irgendwie schon. So, und dann kommen wir zu Poca, Jupiter. Ja, Und sie ich glaube, hat. sie soll eher afrikanisch aussehen, aber gerade diese Frisur lässt sie für mich super indianisch aussehen. Okay. Nee, also ich glaube, sie soll schon irgendwie afroamerikanisch sein. Ja, Sie gerade hat bei der halt. Realfilmversion sieht man das auch deutlich, aber bei dem ersten Bild habe ich gedacht, oh, Native American? Nee, anscheinend doch nicht. Ja, sie hat halt dunkle Haut und so, ja, schulterlange, glatte, schwarze Haare. Aber ich denke mal, ihr seht sowieso Bilder. Und dann haben wir Darien. Der hat ein sehr anderes Kostüm. Ich glaube, kein Kostüm wäre vielleicht besser gewesen als das, was er hat. Ich meine, der hat Erfahrung mit Scheißkostümen, das muss man ihm lassen. Ja, ich finde aber auch, es passt irgendwie. Er sieht halt aus wie so der typische Disney-Prinz. Ja, Aber ich halt fühlte auf mich auch eine sofort okaye Art. an sein PJSM-Kostüm erinnert. Ja, ich finde, was passt eigentlich. Kann man machen. Ja, die Uniform ist okay, aber was zur Hölle ist mit seinen Schultern? Was ist So das? schlimm finde ich das gar nicht. Ja, aber was ist das? Ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll. Ja, was meinst du? Es Soll das so sind eine Art halt. extrem übertrieben gezeichnete Schulterklappe sein? Oder was? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das, also ich kann mir da nichts in Real vorstellen, wie das aussehen soll. Ja, es soll schon, glaube ich, irgendwie so Schulterpolster sein. Weil es sieht irgendwie so aus, als hätte er wirklich. Ja, so Polsterlagen da dran gebunden, die das, oh Gott, wie nennt man das, diese Zierschnüre, egal, ihr wisst, denke ich, was ich meine, dass die da so drumherum laufen und das so ein bisschen festschnüren, macht das auch nicht besser. Es sieht halt wirklich aus, als hätte er sich was an die Schultern gebunden. Ja, okay, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, mir wäre es jetzt eigentlich gar nicht so aufgefallen. Ja, der Rest ist so die typische Prinzenuniform, also er könnte auch ein österreichischer oder preußischer Prinz sein. Habe ich kein Problem mit. Sollen sie machen. War ja im Grunde genommen auch der Kerngedanke in seinem Original. Nee, nicht in seinem Originalkostüm. In seinem PJSM-Kostüm. Was ich Ja. übrigens noch ganz interessant finde, ist, dass halt Sailor Moon hier nicht Serenity ist. Also sie hat einfach die Sailor Moon-Uniform an und sie wird ja auch immer nur mit Sailor Moon angesprochen. Ja. Also Darien hat halt eine Prinzenform, aber sie hat keine Prinzessinnenform. Na gut, die hätte sie vielleicht noch gekriegt, ne? Das weißt du nicht. Ja, weiß man jetzt nicht. Das ist vielleicht auch etwas, ne, wenn die Folge müsste halt eigentlich als Pilotfolge doppelt so lang sein, ne? Also da wäre vielleicht noch was gekommen. Ja, was wollte ich noch dazu sagen? Zu seiner Uniform. Ach so, ja, Serenity. Ja, sie hat auch vor allem keinen Namen. Sie heißt halt einfach Sailor Moon, das ist ihr Name. Ja, genau. Ich meine, ja gut, du kannst halt in der ersten Folge kannst du die Leute ja jetzt nicht irgendwie mit überfallen mit einer Prinzessin Serena, die eigentlich die Mondprinzessin ist. Oh, haben die Amis gemacht? Ja, okay. Ja, stimmt. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen.
Das Interessante ist ja, dass im ersten englischen Sailor Moon Dub die Serie ja wirklich damit anfängt, mit diesen ganzen Szenen auf dem Mond und mit der Hintergrundgeschichte. Die haben das halt einfach an den Anfang geschnitten. Was ich bis heute absolut kacke finde. Weil das ist halt eigentlich so ein wichtiger Punkt, dass man das halt einfach nicht weiß am Anfang. Und das ist halt dann irgendwann so der Big Reveal ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wir wussten, dass Sailor Moon die Mondprinzessin ist wahrscheinlich. Aber was da halt genau passiert ist, sollte halt eigentlich so ein Plot-Twist sein. Aber ja, wir haben das halt einfach an den Anfang geschnitten. Also ich war schon überrascht, dass Sailor Moon die Mondprinzessin ist. Okay. Aber ich war halt auch 4. Ja, gut. Da funktioniert das doch. Da ist aber, glaube ich, nicht ganz die Zielgruppe gewesen. Ja gut, im Manga, glaube ich, wird auch noch nicht mal Mondprinzessin gesagt. Da wird halt nur Prinzessin gesagt. Und als halt dann Venus auftaucht, könnte man das vielleicht denken. Ich habe auch mal mit jemandem Sailor Moon Crystal geguckt, der Sailor Moon gar nicht kannte. Und ich glaube, er hat es geschluckt, zumindest kurzzeitig. Also, um mal den Schwenker darauf. Also, ich habe damals ja die Folgen... Ich habe hier und da Folgen verpasst, wie das halt so ist. Ich habe irgendwann die Folge gesehen, in der halt gerade revealed war, dass Sailor Moon die Mondprinzessin ist. Und habe gedacht, oh, cool, das hätte ich nicht gedacht. Da war in der Folge war halt Minako auch da und die war auch für mich zu dem Zeitpunkt völlig neu, weil die letzte Folge, die ich gesehen habe, war irgendwie 3-4 Folgen vorher. Ja, okay. Also diesen Twist, Minako könnte die Mondprinzessin sein, den habe ich natürlich komplett verpasst. Ja, aber der war ja im 90er-Anime sowieso kaum existent. Das stimmt. Naja, aber hier, finde ich, geht das eigentlich noch, dass man damit anfängt, weil hier ist das ja sowieso kein Geheimnis von Anfang an nicht. Ja, ich wollte es vorhin schon sagen. Es ist natürlich eigentlich nicht ganz doof, mit der eigentlichen Exposition anzufangen. Wenn du natürlich, wie das im Original nun mal war, so ein Geheimnis hast, dass du nach einer Weile lüften willst, dann ist es nicht ganz so clever, das am Anfang zu verraten. Ja. Ansonsten ist das gar nicht so doof, dass du mit so einer Origin-Story anfängst. Ja klar, also hier funktioniert das eigentlich. Wir sollten immer im Konjunktiv sprechen, also wir wissen nicht, wie es wirklich geworden wäre. Ja, natürlich, aber das, was wir halt erahnen können. Ich glaube, das ist auch der große Denkfehler, der mir vielleicht regelmäßig unterläuft. Ich sehe ein paar Sachen, wo ich denke, boah, gute Idee, da kann man ja das und das und das und das draus machen. Aber das heißt ja nicht, dass sie das auch gemacht hätten. Ja, Leute, die solche Serien machen, die sind gelegentlich halt auch einfach dumm wie geschnitten Brot. Oder die denken halt, ja, unsere Zielgruppe sind Kinder, wir müssen ja einfach die einfachsten Storys hinklatschen. Genau, also nicht den Fehler machen und aus ein paar guten Ideen dann auch eine gute Serie, die es gewesen wäre, herleiten, aber die Ideen sind trotzdem nicht schlecht. Ich meine, man weiß es natürlich nicht, aber naja. Gut, also, es soll geheiratet werden und Darien überreicht Sailor Moon eine weiße Rose. Warum weiß? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gibt noch eine Sache, wo ich mich hier frage, warum weiß? Zu der kommen wir gleich noch. Ja, bei beiden Sachen wäre vielleicht meine Vermutung, weil es halt so, weil weiß ja so für das Licht steht und für die Reinheit und für die Guten, so im Gegensatz zur Dunkelheit halt. Also, vielleicht deswegen. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich schlimmer, weiße Rose bei hier Prinz Darien oder beim Ritter des Mondlichts? Ein Ritter des Mondlichts. Ich glaube, der ist immer noch schlimmer, ne? Ja, also Prinz Darien, er ist okay für das, was es ist. Also da, ich habe jetzt an ihm nichts auszusetzen. Von mir aus darf er eine weiße Rose haben. Okay, aber nein, ein kühler Wind weht ihm die Rose aus der Hand. Und oh nein, Queen Beryl greift an. Aber vorher sehen wir kurz Queen Serenity. Heißt die überhaupt so? Ja. Hat die einen Namen? Ja, die heißt Queen Serenity. Also der Name wird in dieser Folge genannt, aber jetzt nicht direkt unmittelbar in Verbindung mit ihr. Aber es ist Queen Serenity. Ihr Design ist faszinierend. Ja, sie hat halt auch ein komplett anderes Design. Was ich gar nicht mal für eine so blöde Idee finde, weil ich fand es immer schon ein bisschen komisch, dass Princess Serenity quasi ein Klon ihrer Mutter ist. Ja, also ich finde das Design auch eigentlich ganz, ganz nett. Es wirkt halt, so stelle ich mir halt auch eine Alien-Königin vor. Jetzt kann man mir natürlich sagen, ja, Moment, hier, so sahen ägyptische Königinnen aus. Ja, okay. Ich stelle mir halt Alien-Königinnen wie ägyptische Königinnen vor. Aber also mit diesem ägyptisch angehauchten Hut. Ich weiß nicht, für mich wirkt sie irgendwie so ein bisschen orientalisch. Ich weiß aber nicht warum. Also sie gibt mir totale Kleopatra-Vibes, was die Kleidung angeht. Okay. Ja, sie aber hat mit dem aufmodellierten Diadem auf dem Hut, das ist schon ziemlich geil. Und dem Mond darüber, nice. Ja, sie hat halt so, ich meine, ihr seht's
vielleicht in diesem Moment, ich weiß es noch nicht, sie hat so ein lilafarbenes Kostüm. Sie hat auch so einen großen Hut oder irgendwie eine Kopfbedeckung auf, wo dann dieses Diadem auch drauf ist, wie bei den Sailor-Kriegerinnen. Sie hat blonde Haare, die halt aber unter diesem Hut sind. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt zum ersten Mal, auch bevor du es schon gesagt hast, aber zum ersten Mal, dass sie überhaupt sichtbare Haare hat. Ich habe das, als ich vorher geguckt habe, habe ich gedacht, na gut, die Haare sind halt komplett unter dem Hut. Ja, dachte ich am Anfang auch, aber da sieht man noch die Haare. Ach ja, vorher hat übrigens Darien Sailor Moon noch so eine Kette umgehängt mit so einem Stern dran. Ja, aber die hat irgendwie, die hat einen Namen, aber da hat so irgendwie nichts auf der Hacken, vor allem weil Sailor Moon 2 Minuten später eine andere Kette kriegt. Stimmt, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja voll dumm. Ja, sag bloß. Deswegen sag ich ja, die hat nichts auf der Hacken. Ja, stimmt. Ich meine, natürlich ist das jetzt angelehnt an die Sternenspieluhr. Aber ja, stimmt. Warum wird die dann... Ja, weil es halt ein Pitch ist. Das sind Sachen, ja, die wären vermutlich im eigentlichen Pilot noch anders gewesen. Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, Queen Beryl kommt in einem riesen Raumschiff geflogen, das aussieht wie sie selbst. Ich habe, als ich das Ding gesehen habe, mit diesem riesigen, ich nenn's mal jetzt die, also das Raumschiff hat... Es ist eigentlich vor allem, es sieht eher aus wie ein Schiff als wie ein Raumschiff. Es ist also wie ein Schiff, das fliegt. Ja, sie hat halt, da ist halt so, es sieht halt aus wie ein Gesicht und da ist aber oben dieses riesige Bumerang-mäßige Diadem drauf. Das sie ja aber gar nicht in der Form hier hat. Ja, so ein bisschen ähnlich, aber schon, wenn auch nicht ganz so krass. Ja, aber ich hätte es viel witziger gefunden, wenn sie jetzt wirklich genau wie im 90er-Anime dieses riesige Bananendiadem gehabt hätte und dann noch dieses Raumschiff und gesagt, okay. Das ist Corporate Identity. Aber hat sie nicht sowas? Ja gut, es ist jetzt nicht direkt dieses Diadem, aber sie hat so einen ähnlichen Kopfschmuck. Ja, es ist halt mehr wie so ein, ja, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht nur, dass es einfach vorne an der Stirn ist, sondern es geht auch so um ihren Kopf herum. Ja, also das, was du an dem Raumschiff siehst, erinnert halt wesentlich eher an die schwarze Banane aus dem 90er-Anime. Ja. Als an das, was die Beryl hier wirklich hat. Ja, genau. Also das Schiff sieht irgendwie für mich eher aus wie ein fliegendes Schiff und auch alle anderen Raumfahrzeuge, die wir sehen, sehen halt eher aus wie fliegende Schiffe oder Boote. Bestimmt. Aber auf jeden Fall, ja, sie macht schon mal einen ziemlich steilen Auftritt. Es könnte auch Galaxia sein, so vom Auftritt her. Ja, ja, sie reitet da auf ihrem Schiff, also sie steht oben auf dem Schiff drauf und ja, das ist schon beeindruckend. Ja, die Queen Maleficent. Ja, sie hat hellblaue Haut, den Lidschatten des Todes. Also sie sieht auch sehr anders aus. Der erinnert mich voll an Scorpia aus She-Ra, also aus der, ja, die alte Scorpia. Also ich habe da ja auch letztens Bilder von gesehen, ja. Also dieses, vor allem dieser krasse Lidschatten erinnert halt voll an die Bösewichte aus She-Ra. Übrigens zieht sich das, wenn man hier schon Filmation als Inspiration, es zieht sich auch durch, alle weiblichen Figuren müssen irgendwas Komisches auf dem Kopf haben. Stimmt, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, warum das da so beliebt war. Ja, sie hat auch so komische Schulterpolster, die so... Das sind so direkte Platten, die aber so nach oben gebogen sind. Ja, also mich erinnert es halt voll an Maleficent. Ja, stimmt. Also vor allem, sie hat halt auch diese roten Haare, die so wie so zwei Hörner aufstehen. Das erinnert vielleicht an Maleficent. Es erinnert aber interessanterweise auch an dieses eine Bild, wo Beryl die Haare so aufgestellt hat. Das war ja auch sehr ikonisch ist. Das, wonach auch deine Funko Pop designt ist, ne? Genau, ja. Also es ist so ikonisch, dass man eine Figur draus gemacht hat. So, und die lässt dann direkt ihre Truppen ab. Und was sind ihre Truppen? Ihre Truppen sind ganz viele Roboter des Teufels. Ja, in weiß/blau. Und dann noch zwei spezielle Monster, die wir aber auch aus dem Anime kennen. Nämlich Gigi und Bakene. Also das sind die Yoma-Formen von Red Butler, Lip Carter und von Reys Großvater. Ja, ich weiß gar nicht, im Deutschen hatte der einen Namen, der siebte Teufel? Also der Großvaterteufel hieß ja eiskalt einfach nur Großvaterteufel im Deutschen. Ja, Gigi heißt ja auch, glaube ich, auch Großvater. Ach so, ja gut, das macht Sinn. Ja, ja, die Katze, oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr was. Also Bakene kommt vom Bakeneko, das heißt einfach Monsterkatze. Tja, da greifen sie halt an. Ja, aber die sind halt hier so ein bisschen wie die, einfach nur die random Truppen. Die haben jetzt auch keine große Funktion oder Persönlichkeit oder sonst was.
Ah, du meinst im Gegensatz zum 90er-Anime, wo die sieben Teufel so wahnsinnig viel Persönlichkeit Ja, da hatten? hatten sie aber wenigstens eine ganze Folge, die zu ihrem Charakter war. Also, sie hatten wesentlich mehr Persönlichkeit als hier. Also, als Monster? Ja, als Monster. Als Monster hatten die doch quasi keine. Das waren einfach nur Monster. Aber klar, ja, die Menschen, in denen sie steckten, die hatten Persönlichkeit, aber die Monster selber, die hatten doch gar nichts. Ja, nee, natürlich. Ja, aber ich finde es sehr interessant, dass man hier sich einfach mal eiskalt die Anime-Monster geschnappt hat. Ich meine, bei den sieben Yoma macht das ja sogar Sinn, weil die hatten ja im 90er-Anime auch was mit dem Silver Millennium zu tun. Das ist Ja, eine sehr interessante Idee eigentlich. ja, also eigentlich komisch, dass man die in der Folge, also im 90er-Anime in der Folge, wo man den Untergang vom Silver Millennium sieht, wo ja die Shiteno sogar dabei sind, auch wenn nur ganz kurz, dass man nie die sieben Teufel sieht. Obwohl vorher gesagt wird, ja, die waren dabei. Naja, ja. Was passiert denn? Also die greifen halt an und der sie Erste, der aufs sie Maul haben kriegt... Schusswaffen. Sie haben Schusswaffen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Magical Girl Serien mit Schusswaffen. Wedding Peach, zweite Staffel, lasst grüßen. Ja, Darien stürzt sich gleich auf einen von denen, auf den Kater, glaube ich. Genau. Wir sehen auch random Mondbewohner, die da so wegspringen, als angegriffen wird. Interessant. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, nur ganz kurz, das ist mir auch nicht aufgefallen, aber... Ach doch, ja, da, ja, stimmt, da hast du recht. Ja, und die Sailor-Kriegerin, nein, Moment, die Princess-Fighter, wie heißen die Dinger? Sky-Flyers. Naja, die Sky-Flyers. Die Segel-Surf-Bretter, die im Weltraum fliegen. Ich finde, die sind eigentlich cool. Ja, ich sag mal so, die wären damals voll cool gewesen. Die hätten den Nerv getroffen, das sage ich. Ja, und es passt halt auch zu Sailor Moon. Oh, ja, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist nice. Mir auch erst später aufgefallen. Ja. Vielleicht deswegen diese ganze Schiffsthematik. Sie segeln halt literally im Weltraum. Ja, nice, okay. Bei den Schiffen fühlte ich mich sehr an Spelljammer erinnert, aber das kennt jetzt wieder keine Sau. Naja, ich meine, diese Weltraumschiffe, das hat man ja schon öfters mal irgendwo gesehen. Naja, ich finde, die Skyflyers sind eigentlich eine ganz coole Idee. Es ist logischer, als mit Flügeln durch den Weltraum zu fliegen. Die haben wenigstens noch sowas, also was auch aussieht wie ein Raketenantrieb. Ja. Ich meine, später fällt dann auch Venus mal fast von ihrem Skyflyer runter. Das ist dann nicht so logisch. Naja, ist ja nicht so, als hätte der Sailor Moon Anime und Manga jetzt so ganz krasse Physik. Die Physik hat Urlaub. So, genau. Also, der Plan ist jetzt, Darien soll irgendwie die Gallen, also so irgendein Weltraumschiff, soll er halt steuern und alle in Sicherheit bringen. Und inzwischen gibt Queen Serenity Sailor Moon irgendwie so ein Amulett mit den Jewels. Ich find's auch ganz witzig, als Sailor Moon sagt, Darien, du musst zu diesem Schiff gehen und die in Sicherheit bringen, Ende der Diskussion, und dann guckt er so unfassbar genervt. So, boah, muss ich echt. Ich meine, das soll bestimmt nicht so sein. Bestimmt soll er eigentlich voll besorgt aussehen. Er sieht so richtig genervt aus. Ich finde auch, Darien ist halt wirklich die Figur, die was Gesichtsausdrück, also beim Gesichterzeichnen, da haben sie den Praktikanten dran gesetzt, ich weiß auch nicht. Ansonsten sieht er ja gar nicht so schlimm aus. Die Schultern sind eine kleine Designsünde, aber ist okay. Aber bei den Gesichtern haben sie echt den Praktikanten dran gesetzt. Also generell, ich finde auch die Action-Szenen in Anführungsstrichen, wenn halt wirklich was passiert, die sind noch ganz okay animiert vergleichsweise. Aber diese Standbilder, wenn halt gerade nicht viel passiert, die sind teilweise so ein bisschen... Und manchmal hat man auch das Gefühl... Ich sehe gerade... Eine interessante Designsünde, was Farbe angeht. Ja. Queen Serenity hat ja so ein Kleid. Das ist sehr rosa. Das Problem ist, in einer Szene, nämlich wenn sie diese Jewels übergibt, da... Ich sag's, wie es ist. Das Rosa von ihrem Kleid ist so nah an ihrem Hautton, dass ich gerade dachte, hä? Ist die da halb nackt? So. Nee. Guck dir mal die Szene an, wenn sie so, also in dem Bild, das ich meine, siehst du Sailor Moon von hinten und Queen Serenity sagt da, irgendwas. Da bin ich gerade. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, jetzt wo du es sagst, das Rosa ist so ein bisschen zu nah an ihrem Hautton. Ja, gut. Auf einen flüchtigen Blick kann man da irgendwie komische Impressionen bekommen.
Genau, und sie gibt jetzt Sailor Moon So ein dieses Amulett Amulett. mit den Star Jewels. Genau, mit den Jewels of Power. Okay, das tut sie dann, glaube ich, über diese Sternenkette drüber, aber danach erfährt man halt von dieser Sternenkette nichts mehr. Ja, und jetzt, anscheinend haben die anderen Princess Warriors auch diese Juwelen. Ja, sieht man nur nicht, aber offenbar haben die alle solche Dinger gekriegt. Genau, und die sollen sie jetzt beschützen und damit in eine andere Dimension auf die Erde flüchten. Also, damit ich das jetzt richtig verstehe. Also, wir haben hier die Sailor Moon Dimension. Da ist die Erde irgendwie ein Space Königreich und Darien ist der Prinz oder der König oder sowas. Ja? Anscheinend. Und jetzt flüchten die aber in die andere Dimension und das ist bis auf die Tatsache, dass da jetzt Sailor Moon wohnt, unsere normale Welt. Ja, also ich bin auch nicht ganz sicher, wie das gemeint ist, aber ich glaube ja. Also anders ergibt das keinen Sinn. Das ist mir am Anfang auch gar nicht so aufgefallen, aber je mehr man drüber nachdenkt, desto komischer ist das irgendwie. Ich meine, kann man ja machen, aber komisch Ja, kommuniziert. es ist halt, ja, ich habe halt auch das Gefühl, es wird nicht so ganz erklärt. Das wäre vielleicht auch gekommen, wenn man jetzt eine richtige Serie gehabt hätte. Ich glaube, es ist tatsächlich halt so, dass es, also sie sagen auf jeden Fall, dass sie in eine andere Dimension flüchten. Und ich glaube, es gibt halt diese Sailor Moon Dimension, weil die, wo die ganzen Kämpfe stattfinden, wo auch die Planeten bewohnt sind und halt unsere Dimension. Weißt du, wie sie das Problem hätten lösen können und gleich eine klassische Sailor Moon Erzählsünde begehen hätten können? Statt Dimensionsreise, Zeitreise. Löst alle Probleme, macht alles komplizierter. Tja. Also man wollte halt hier das irgendwie umgehen, dass es halt alles in der Vergangenheit ist. So, das ist ja jetzt nicht tausende Jahre her, das ist ja jetzt in der Gegenwart noch. Und dass da irgendwie Queen Serenity schon stirbt oder sowas, das wollte man nicht machen. Man wollte dieses früheres Lebenszeug nicht, deshalb hat man irgendwie eine Erklärung gesucht, wie man das alles gleichzeitig unterbringen kann. Und deshalb hat man sich dann für eine andere Dimension entschieden. Okay, kaufen wir das mal. Kommen wir zur Ja. nächsten Designsünde, Luna. Naja, was heißt Sünde? Ich weiß, sie sieht eigentlich ganz cool aus. Findest, was? Es ist Nee? eine der schlimmsten Zeichentrickkatzen, die ich je gesehen habe. Wirklich? Ich finde, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, die sieht viel, also gerade für Luna, finde ich. Also die sieht viel zu sehr nach Schoßkätzchen aus. Ja, Und sie ist viel, okay. dass ich das jemals sage, sie ist einfach viel zu plüschig. Ja, okay, das stimmt. Sie sieht halt aus wie Maria aus Aristocats. So ein bisschen, sie ist halt eher eine Langhaarkatze, sie hat einen sehr plüschigen Schweif, sie ist weiß, wie wir schon gesagt haben, und sie hat so einen rosa Mond. Also ja, sie sieht sehr aus wie halt so eine Schoßkatze, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht schlimm, also mich stört das nicht. Ich finde den rosa Mond sogar konsequent, weil es soll ja einfach eine kahle Stelle sein. Stimmt. Nee, Ja, also nee, mich die stört's nicht. Realfilmkatze, nach der sie sich ja orientiert haben, die sieht eigentlich ganz okay aus. Logisch, Katzen sind süß. Aber die Zeichnung, ich weiß nicht. Sie hätten vielleicht einfach von Anfang an eine andere Katze aussuchen sollen für Luna. Und warum zur Hölle ist Luna weiß? Ja, also wie schon gesagt, wahrscheinlich wollte man halt für die Guten mehr so dieses Weiße haben, weil das also für das Licht steht und so Zeug und für die Reinheit, wir wissen es. Und vielleicht dachte man sich, das passt einfach besser zu so einer weiblichen Katze. Außerdem bringen weiße Katzen ja eher Glück. Man wollte aber, soweit ich das weiß, später noch Artemis als schwarze Katze dazu bringen. Aber man wollte Okay. halt vielleicht, dass Luna so als die Main-Katze dann die gute Farbe hat, quasi. Na gut, Artemis wäre schwarz gewesen. Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende gehen. Ja, aber ich meine, ich verstehe zwar auch nicht so ganz warum, aber es macht jetzt ja auch keinen großen Unterschied. Also auf einer schwarzen Katze hätte der Mond einfach besser gewirkt, weil ich denke mal an, das ist der Grund, warum Luna überhaupt schwarz ist, weil der Halbmond dann halt hervorsteht wie auf einem Nachthimmel und so. Ah, ja. Naja, ist halt so. Ja, und Luna kann nicht sprechen. Luna ist die Telepatenkatze. Aber warte, kann sie in der Zeichentrickversion auch nicht sprechen? Ich Sieht dachte man's? da. Also sie macht hier auch dieses Augenglühen und dann hört man ihre Stimme. Ach so, okay. Dann habe ich mich da vertan. Ich dachte, in der Zeichentrickwelt kann sie sprechen. Aber nö, anscheinend nicht. Also, oh, wir wissen gar nicht, wie die Sprechanimation von einer Katze aussehen müsste. Ach, lass die einfach Telepathie sprechen. Super Plan. Naja, also ich denke mal eher der Grund ist halt mit der realen Katze, denn natürlich sähe es kacke aus, wenn man eine reale Katze sprechen lassen würde.
Deshalb finde ich, ist die Telepathie eigentlich der beste Weg, den sie hätten gehen können. Ja, das wird auch der Grund sein. Da fühlte ich mich wiederum an, und ich habe das in meiner, ich fühlte mich generell daran erinnert, aus irgendeinem Grund. Ich habe das in meiner Reaction gar nicht gesagt, weil ich dachte, das kennt keine Sau. Inzwischen habe ich in deinen Kommentaren gesehen, das kennt doch der eine oder andere. Ich fühlte mich an Starla und die Kristallretter erinnert. Da ist es nämlich auch so, dass die Tiere keine Sprechanimation haben, sondern alle telepathisch sprechen. Ja, aber hier finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Naja, dann nimmt Sailor Moon Luna mit auf ihren Skyflyer, sie fällt halb runter. Und dann greift Beryl aber dieses Schiff an, wo auch Darien und die anderen Königsfamilien drauf sind. Ja, genau, dann fällt Venus mal fast runter im Weltraum. In der Schwerelosigkeit, die es hier nicht gibt. Nein, Moment, Moment. Die sind noch nah genug am Mond, dass es Schwere gibt. Das kaufe ich noch. Ja, aber doch nicht so schwer, dass... Naja. Okay. Also immerhin verringerte Schwerelosigkeit, sonst hätte sie sich auch nicht einfach wieder auffangen können. Aber sind halt Segelbretter im Weltraum. Das ist viel schlimmer. Ja, wie schon gesagt, ich finde es immer noch besser als die Flügel im Weltraum. Ich meine, die Flügel im Weltraum waren episch, aber... Ja, aber es ist dasselbe Problem. Ja, natürlich, es gibt keine Luft. Ich meine, ja, die Sky... Ich vergesse, wie heißen die? Skyflyers. Skyflyers. Die haben zwar etwas, das wie ein Raketenantrieb aussieht, man sieht aber irgendwie nur, dass sie von den geblähten Segeln angetrieben werden. Ja... Ich meine, natürlich kann man das im Zweifelsfall alles mit Magie erklären. Aber natürlich, ja. Magie. Ja. Jetzt hat Beryl die Schnauze voll und schießt einfach das Schiff, das von Darien gesteuert wird, ab und Sailor Moon. Ich möchte an der Stelle das Darth Vader No einfügen. Ja. No. Das sieht so lächerlich aus. Ja, ich meine, sie schreit dann einfach so, no, no. Und dann läuft ihr so eine Träne runter und das war's dann aber auch. Dann ist sie wieder fest entschlossen. Das juckt sie anscheinend dann jetzt gar nicht mehr, dass ihr Freund da gerade gestorben ist und die anderen Leute auch. Das ist gar nicht so wichtig. Anscheinend. Sind die jetzt eigentlich verheiratet oder kam Beryl noch, bevor die fertig waren? Nee, ich glaube, die kamen, bevor die fertig waren. Also es war, glaube ich, auch nicht direkt die Hochzeit, sondern so eine Verlobungsfeier. I see, okay. Ja, dann fliegen sie durch dieses Portal und wir cutten rüber in den Realteil, wo wir den dann du, so... Den du, glaube ich, ganz gut fandest und ich am allerschlimmsten. Ja, ich fand den gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich meine, dann natürlich, wir halten nochmal fest, es ist natürlich alles bei weitem nicht so gut wie der Anime und so. Es ist keine krass gute Serie. Aber für das, was man hatte und für das, was man versuchen wollte, finde ich es gar nicht so schlecht eigentlich. Also ja, ich weiß, du magst ja generell nicht, dass es überhaupt so halb-halb ist. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ja, das ist so eine Sache. Also das sehe ich auch ein, dass das vielleicht mein persönlicher Geschmack ist. Ich habe diese Halb-Animation, Halb-Realfilm-Sachen, da gibt es ja ein paar von. Ich habe das noch nie gemocht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und hinzu kommt, dass wir dann hier auch wirklich so ein... es könnte auch... Sabrina total verhext sein, so wie das hier alles aussieht und so, ja. Wie die sich verhalten. Schon. Nicht, dass Sabrina total verhext schlecht wäre, aber da hast du halt auch keinen Zeichentrickplot daneben. Also ich find's halt allein von der Idee her eigentlich ganz cool, denn diese Hybrid-Serien und Filme gibt's ja relativ wenig. Ich möchte an dieser Stelle auch mal ein ähnliches Beispiel erwähnen, wo ich aber finde, dass das ganz gut geklappt hat, nämlich die Serie Mia and Me. Die ist allerdings deutlich neuer, ist auch mit CGI, also naja. Aber da ist die Rahmenhandlung halt auch ein Realfilm, also auch in so einer Schule, alles ganz normal. Und die Haupthandlung ist dann aber in so einer animierten Fantasy-Welt, wo dann die Protagonistin halt immer durch ein magisches Buch reingehen kann. Also das hat eigentlich echt gut geklappt. Also das kann gut sein. Natürlich braucht man dafür aber auch da natürlich ein bisschen mehr Budget und so. Es bietet sich auch irgendwo an, wenn man jetzt sagt, wir wollen so eine Realserie, weil wie gesagt, die Power Rangers waren halt super beliebt und deshalb wollte man sowas ein bisschen in die Richtung machen. Aber natürlich sehen jetzt Action-Szenen in der Realserie kacke aus.
und Special Effects sowieso. Deshalb kann man das ja dann Zeichentrick machen, denn da sieht sowas ja doch dann noch ganz cool aus eigentlich. Ich stelle mir gerade übrigens vor, wie die Leute, die das hier verbrochen haben, sich dann Jahre später PGSM angeguckt haben und gedacht haben, also ich glaube, unsere Variante war die bessere Idee. Naja, also sagen wir mal, natürlich ist PGSM krass und Welten besser von der Story und von den Charakteren. Ja, von der Story, da reden wir ja nicht drüber. Ich rede jetzt nur davon, wie das alles aussieht. Ja, also sagen wir mal, das CGI und die Effekte in PGSM, die waren eigentlich auch nicht besser als hier. Und hier hat man halt aber den Vorteil... Und das hier war aber 10 Jahre vorher. Eben, und hier hatte man halt aber den Vorteil, dass man bei den Action-Szenen und sowas halt einfach animiert machen kann. Denn da kann man sowas halt einfach gut aussehen lassen. Während jetzt in den Realszenen, da passiert ja jetzt keine Action, da brauchst du keine Effekte, zumindest nicht viel, da ist das nicht so wichtig. Ja, also was mich auch ein bisschen fertig macht, ist das, was in diesen Action-Szenen passiert. In diesen Realfilm-Szenen passiert. Okay. Erzähl du doch mal, ich halt's nicht aus. Okay. Also es fängt damit an, dass halt so eine Sternschnuppe fliegt, also das... Das wirkt jetzt erstmal so, als wären das noch diese Skyflyers, also dass die gerade so in diese Dimension gekommen wären, aber ist jetzt anscheinend ein Timeskip und das ist schon länger her. Und die wohnen jetzt auf einem Mädcheninternat. Das wird gar nicht so genau gesagt, aber es ist ein Mädcheninternat, das wissen wir. Es hätte auch noch so ein Jungeninternat geben sollen, wo dann Darien wohnt, also der wäre dann natürlich nicht tot gewesen. Aber das sehen wir in dieser Folge noch nicht. Schade eigentlich, das wäre einfach eine interessante Story. Ja, Darien stirbt halt in Folge 1, lebt damit. Ja, und Victoria steht so am Fenster mit Luna im Arm. Ich hatte es schon wieder verdrängt. Victoria, natürlich. Und sie guckt ganz dramatisch in die Ferne und sagt, oh Luna, die Heimat wirkt so fern. Also ja, sie heißt Victoria, sie heißt nicht Serena, also generell die Namen hier wären wohl anders gewesen als im Deep-Dub. Die anderen Namen werden hier gar nicht gesagt, aber es liegt sehr nahe, dass es die gleichen Namen sind wie in diesem ganz frühen Werbespot für die Deke Synchro. Denn das, also da hat man halt angekündigt, ja, der Anime Sailor Moon kommt bald, der ist voll krass. Und dann wurden halt die Charaktere vorgestellt, aber mit anderen Namen, als sie dann eigentlich im Dub hatten. Nämlich, warte, was war es? Army war Blue. Das war ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob das wirklich ihr Name gewesen wäre. Das hätte ich auch extrem merkwürdig gefunden, weil viel Blau außer ihr Kostüm hat die nicht. Ja, ich meine, wahrscheinlich war das Kostüm das Ausschlaggebende. Weiß nicht, vielleicht war das auch nur ein Spitzname oder so. Dann Ray wäre Dana gewesen, also Dana. Jupiter wäre Sarah gewesen und Venus Carrie. Also ja, da sind die Namen vom Deep-Dub dann... Da muss ich auch mal dran denken. Könnt ihr nicht verstehen, ist Quatsch. Ja, außer ihr habt King of Queens gesehen. Ja, aber ich glaube, wenn sie da jetzt auf die Szene kommen, dann all props. Naja. Also die Namen, sagen wir mal, sie sind noch mehr anders als im Deep-Dub ohnehin schon, aber es wäre ja auch eine sehr andere Serie gewesen, von daher... Finde ich auch das eigentlich noch ganz okay. Ja, ich habe auch jetzt kein Problem mit Victoria. Da finde ich allerdings Serena tatsächlich den schöneren Namen. Aber das ist wieder mein persönlicher Geschmack. Nee, es passt halt auch besser wegen Serenity und so. Ja. Ich meine, Königin Serenity, wie soll deine Tochter heißen? Serena, ernsthaft? Ich meine nicht, dass es im 90er-Anime besser gewesen wäre. Königin Serenity, wie soll deine Tochter heißen? Na, Prinzessin Serenity. Ja, also ich meine, Serena passt halt wegen dem Bezug zum Mond und alles. Victoria, ja, hat irgendwie gar keine Parallelen dazu. Stimmt. Aber naja, wie schon gesagt, ich finde die ganzen Änderungen gar nicht so schlimm, denn man wollte ja hier was ganz anderes machen. Ja, das ist auch völlig okay. Ja, also deshalb, ich verstehe immer nicht ganz die Leute, die halt dann sagen, ja, das ist alles komplett anders, es wäre kacke geworden. Ich meine, ja, es wäre bestimmt nicht gut geworden, aber man wollte... Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, aber... Sagen wir mal, man wollte halt hier auch nicht was Nahes am Anime machen. Der Gedanke war ja eben, dass sie was Eigenes machen. Naja. Ich habe hier vor allem den Eindruck, sie haben halt gesagt, ey, wir haben hier eine coole Serie, nennen wir sie Sailor Moon. Okay. Also ist ja nicht mehr viel übrig. Nee. Sie haben halt gedacht, ja, wir wollen uns was von der Beliebtheit von Sailor Moon in Japan abschneiden, aber es war so eine Zeit, da hat man noch gedacht, dass die kulturellen Unterschiede einfach so krass sind, dass man das nicht eins zu eins umsetzen kann. Und
Das hat man dann beim Diktab ja auch gedacht. Ja, aber sagen wir mal, es ist vielleicht auch gar nicht so falsch, weil natürlich kannte man zu dem Zeitpunkt Anime noch nicht so krass. Das war halt schon eine andere Zeit und ich könnte mir schon vorstellen, dass es wirklich stimmt, dass halt solche amerikanisierten Sachen dann besser angekommen wären, dass es halt eine breitere Zielgruppe dann erwischt hätte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie berühmt das geworden wäre, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen. Aber ich finde, ja, man meckert da auch immer so drüber, auch beim Diktab und so. Aber es ist vielleicht gar nicht so die falsche Entscheidung gewesen, um das halt wirklich an ein breites Publikum zu verkaufen. Natürlich finde ich die Änderung auch alle Kacke vom Diktab und so. Aber es ist auch ein bisschen verständlich, warum sie das gemacht haben. Vor allem halt auch so Sachen wie mit Haruka und Michiro, dass die Cousinen wurden. Das hätte man halt ansonsten, glaube ich, auch gar nicht ausstrahlen dürfen, weil die Fernsehsender da halt auch so strenge Vorgaben hatten, was da im Kinderprogramm laufen darf. Das weiß ich nicht. Das Problem wäre gewesen, ich glaube, sie hätten es nicht gemacht, einfach nur, weil sie Angst vor dem Aufschrei gehabt hätten. Ja, das auch. Man denkt halt immer, ja, das sind so voll die krassen homophoben Leute, die dahinter sitzen, die sind böse. Aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, du bist in der Firma, du willst, dass deine Serie gut ankommt, dein Job hängt halt auch irgendwie davon ab. Natürlich willst du dann, dass das alles möglichst reibungslos abläuft, dass es da jetzt keine Riesenskandale gibt und dass das alles schön ausgestrahlt werden darf. Außerdem, und ich glaube, das ist der Punkt, der am häufigsten vergessen wird, man hat hier keine Serie für erwachsene Anime-Nerds im Jahr 2022 gemacht, sondern man hat eine Cartoon-Serie für Kinder im Jahr, was war es, 1994? Also das hier war 94. 94 gemacht. Es ist halt Ja. was anderes. Du gehst das anders an. Man tickte damals auch ein bisschen anders. Ja, ich meine, Vor allem in den, natürlich. also nicht so sehr die Zielgruppe. Die Zielgruppe hätte das auch so geschluckt, das weiß ich auch. Aber die Chefs in den Sendeanstalten tickten damals vor allem noch anders. Tja, das stimmt. So, aber dann, was passiert denn in der Realfilmsequenz? Genau, also Victoria guckt ganz melancholisch nach draußen in den Himmel und dann kommt Carrie, also Venus, ich sage jetzt am besten einfach immer die Planetennamen, dann wisst ihr, wer gemeint ist. Venus kommt und sagt, muss sich den Lippenstift ausborgen und dann Victoria so, hä, warum denn? Ja, hast du es etwa vergessen? Und dann fällt ihr ein, dass heute so eine Party ist, wo sie unbedingt hingehen wollen und jetzt müssen die sich da fertig machen und ja, sie schminken sich, sie machen sich Gesichtsmasken. Ja, es ist alles sehr typisch, klischeehaft girly. Warum macht man sich eigentlich Gesichtsmasken, wenn man auf eine Party gehen will? Macht man das nicht, um generell die Haut reinzuhalten? Ja, schon irgendwie. Aber es ist halt einfach so dieses Klischee, Beauty-Zeugs, was sie da machen. Also jetzt mal ohne Witz, auch wie die aussehen, was für Frisuren die haben und so weiter. Ich fühle mich furchtbar an so eine alte Clairasil-Werbung erinnert. Okay, gut, diese Gesichtsmaskending, ja, vielleicht Nicht bist du. mal so sehr wegen der Gesichtsmasken. Einfach, es gab so einen Werbespot, der auch so ultra nach 80er aussah. Der war vielleicht auch aus den 80ern. Ich kenne den nur von einer alten Videokassette. Da lief die auch genauso rum. Ganz schlimm. Okay, also ich finde, also wie die aussehen und so, finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlimm. Nee, Es was ist heißt halt schlimm, aber nur. es ist halt Mitte der 90er und sie sehen aus wie Mitte der 80er. Ja, aber das muss ich aber auch generell über die Animationen alles sagen. Es wirkt halt nicht wie Mitte 90er, sondern wie 80er. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich einfach, weil sie so ein weniges Budget hatten. Aber generell auch die Vibes einfach in Sie hatten gar diesem. kein Budget, das ist ein Pitch. Ja, sie mussten es ja irgendwie produzieren. Natürlich hatten sie Budget. Ja, aber das ist, also du machst für sowas machst du, hast du keinen eigenen Topf. Du kramst da irgendwas aus dem Experimentbudget raus. Ja, also ich bin nicht sicher, wie das war. Also Toei Animation war ja da auch irgendwie, also jetzt nicht involviert, aber sie wollten ja die Rechte verkaufen und Toonmakers und Renaissance Atlantic haben halt dann gesagt, jo, wir versuchen das jetzt einfach mal. Also kann natürlich sein, dass sie da von Toei auch ein bisschen Geld gekriegt haben, um diesen Pitch zu produzieren, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn dann, es war auf jeden Fall nicht viel Budget und sie hatten auch sehr viel Zeitdruck. Also, das muss man halt auch immer bedenken, wenn man sagt, ja, die Animation ist ja so kacke. Ja, recht viel mehr konnten sie halt aber auch nicht rausholen. Nee, also Das was war mich ja an der ganzen Szene. kein riesiges Studio wie Disney oder so, die krasses Budget haben und die krassesten Zeichner. Ich meine, sie hatten gute Zeichner eigentlich, aber ja, das ist ja nicht alles, was da eine Rolle spielt.
Was mich an der Szene wirklich stört, ist, dass es so ultra Klischee-girly ist. Ja, das stört mich leider auch. Und ich meine, man merkt halt hier in diesen Szenen schon, sie wollten den Mädels so unterschiedliche Persönlichkeiten geben, aber die haben halt trotzdem alle die Gemeinsamkeit, dass sie auf dieses super girly Zeug stehen und auf Fashion und Schminken und alles. Ah, und das nervt mich, weil ich meine, im 90er-Anime, da waren ja auch die meisten, dass sie sich für solches Zeug interessiert haben oder auch für Jungs, aber halt nicht alle. Ami zum Beispiel ja nicht. Also sie war halt so das Beispiel dafür, ja, man kann sich als Mädchen für sowas interessieren, man muss aber auch nicht. By the way, da war eine Szene, da habe ich mich in meiner Reaction schon so ein bisschen drauf aufgehängt, aber das erklärt sich alles damit, dass die eh andere Persönlichkeiten haben. Da sagt irgendwann, ich habe mir die zivilen Namen wieder nicht gemerkt, also Makoto, ich bleib jetzt bei Makoto, sagt irgendwas davon, so, ja, es ist eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit, ich glaube, sie redet davon, dass sie den Den geilsten süßesten Typen hat. Jungen bekommt beim Ja. Tanz. Ist das ein Satz, den Makoto sagen würde? Naja, gut. Alle haben andere Nee. Persönlichkeiten, muss ich mitleben. Ja, also es scheint halt hier so zu sein, dass Jupiter hier so das Smart Girl ist, also das, was Ami eigentlich wäre, die halt immer mit dem Taschenrechner rumläuft und Wahrscheinlichkeiten berechnet. Die richtige Ami ist so, sie beschreibt sich als das Party Girl später noch. Sie steht schon so ein bisschen auf Pink und sowas. Finde ich aber eigentlich eine witzige Idee, dass du, weißt du, du hast da eine Figur, die sitzt im Rollstuhl, was jetzt nun mal schon mal eine etwas drückende Grundthematik ist, und dann ist sie einfach das Mega-Party-Girl. Finde ich eine super Idee. Ja, das finde ich eigentlich auch cool. Venus ist dann generell so das Girly, aber halt auch so ein bisschen leidenschaftlicher. Sie ist halt immer die, die halt sagt, ja, ich muss deinen Lippenstift ausborgen und der, wenn ich meinen Fingernagel abbreche, ne, das ist ganz schlimm. Und der süßeste Typ will natürlich mit mir tanzen. So ist sie drauf. Und Ray ist so ein bisschen der Tomboy, glaube ich, weil sie will irgendwie Sportklamotten für diese Party anziehen. Ja, aber sie anscheinend. Selbst wenn es halt so eine Tomboy-Persönlichkeit gibt, anscheinend mögen die halt trotzdem alle Make-up und so Zeug. Es ist natürlich okay, wenn man als Tomboy auch Make-up und sowas mag. Es ist halt nur ein bisschen fragwürdig, wenn das jetzt alle weiblichen Charaktere mögen. Aber naja, es war die USA und es war 30 Jahre her. Das ist das eigentlich irgendwie spooky daran, das ist 30 Jahre her. Fuck. Ja, fast zumindest fast 30 Jahre. Ja, und Ich. Victoria selber scheint halt nicht so dieses tollpatschige Mädchen zu sein, aber sie scheint generell sehr, sehr oft in Tagträumen zu versinken und ja, sie scheint sehr fantasievoll und träumerisch zu sein. Was ja auch ganz nett ist eigentlich. Ist auch irgendwie so ein bisschen Usagi, ne? Ja, also jetzt, ja, zumindest teilweise. Ich finde das aber eigentlich auch ganz, ganz cool für so einen Protagonist, für so eine Protagonistin. Naja, ich finde auch, sie wirkt sehr sympathisch. Sie hat immer so ein sympathisches Lächeln irgendwie. Ja, aber es vor allem jetzt, denk mal an Staffel 1, wo sage ich, die war schon sehr dreamy, vor allem so Das stimmt. in den ersten 10 Folgen vor allem so. Ja, doch, das passt schon. Nur generell halt ihre schusselige Art und sowas, das hat sie jetzt nicht. Ja, weil das auch nicht so der typische Heldenhumor in Amerika ist. Das machen die Ja. einfach nicht so. Oder haben es damals vor allem nicht so gemacht. Eben. Da wäre noch was, Luna sieht die ganze Zeit aus, als wäre sie bekifft, aber aus deinem Video weiß ich, sie war es auch. Von daher. Ja, das ist ein sehr trauriger Fakt, dass Luna halt leider unter Drogen gesetzt wurde, weil die Katze hat anscheinend ein bisschen Probleme gemacht und man wollte halt, dass sie sich ruhig verhält und halt das macht, was sie wollen. Ja, ist sehr tragisch. Ich meine, man hätte jetzt vielleicht drauf kommen können, wenn man mit einer Katze dreht, dass die dann vielleicht nicht immer das was macht, was du willst. Ja, mit Katzen drehen ist halt auch ultra schwierig. Ja. Ich weiß ja nicht, was sie in der Serie hätte machen sollen. In dem, was wir hier sehen, liegt sie ja eigentlich nur rum. Also das hätte man wahrscheinlich auch mit einer, ja, mit einer naturgetreuen Plüschkatze machen können. Naja, aber sie hüpft ja schon manchmal so ein bisschen rum oder blinzelt. Ja, und ja, woran man es merkt, dass sie unter Drogen steht, ist, sie hat die ganze Zeit super angeschwollene Pupillen. Oh. Und das ist für Katzen in einem beleuchteten Raum sehr untypisch. Stimmt, ja. Oh, die arme Katze. Naja, was wollte ich noch sagen? Genau, im Hintergrund läuft übrigens die ganze Zeit der Titelsong. Der auch super nach 80er klingt. Ja, und ich mag den irgendwie voll.
Der ist schlimm. Den fand ich im ersten Moment so, boah. Aber je länger man den hört, desto besser findet man den ja, irgendwie. Das ist ganz irgendwie schlimm. Ich schon. muss aufhören, den zu hören, sonst finde ich den am Ende noch gut. Ja, das stimmt. Irgendwie, je mehr man den hört, desto besser findet man den. Da gibt's auch ein ganzes Musikvideo, das halt dazu dann geschnitten wurde. Also auch offiziell. Das hat Ramona auch in guter Qualität nochmal gefunden. Ja, also ich finde den eigentlich auch ganz cool. Der hat auch so ein bisschen rockigeres Instrumental. Ich meine, der Text ist jetzt sehr klischeehaft. Der erzählt halt einfach nur die Story. Also ist jetzt nichts Spannendes. Aber die Melodie und das alles ist extrem eingängig. Ich hatte wirklich tagelang einen Ohrwurm davon. Ja, ich hatte ihn gerade auch noch, weil ich es mir vorhin noch mal ansehen musste. Ja, und dann tanzen sie da auch sehr viel, während sie sich fertig machen. Und da gibt es so eine merkwürdige Szene, wo sie irgendwie dreimal im selben Raum sind. Ja, das ist ein bisschen komisch, das habe ich auch im ersten Moment nicht verstanden. Wo sie halt in ihrem Schlafraum sind vom Internat. Und dann sieht man sie halt in der Mitte so tanzen und dann aber plötzlich an der Seite, an den beiden Seiten gleichzeitig auch nochmal. In meiner Reaction habe ich das gar nicht begriffen. Ich habe gedacht, wer ist das alles? Jetzt beim zweiten Mal sehen, habe ich gedacht, ach, das sind nur vier Mal, das sind die einfach nur selber und das dreimal. Ja, stimmt, das habe ich im ersten Moment auch nicht gecheckt. Aber das soll dann einfach so sein, ja, die tanzen da einmal auf dieser Seite, einmal auf dieser Seite. Man darf das nicht zu wörtlich nehmen, diese Szene. Ja, Luna erlöst uns von der Szene, weil sie macht den Rekorder aus und sagt, hey, auf dem Jupiter ist irgendwas los, geht da hin, macht was. Ja, das ist ganz witzig, die Musik war wirklich... Hab ich gerade auf dem Jupiter gesagt? Ich bin schon völlig durch. Auf dem Jupiter, so. Ja, also die Musik war einfach nur eine Aufnahme und auf dem Jupiter werden die Leute angegriffen, denn da wohnen Leute, wie gesagt, das finden wir eigentlich ganz cool. Schade, dass wir nicht sehen, wie die das machen, so auf einem Gasplaneten. Hätte ich gern gesehen. Ja, schon irgendwie. Ja. Und dann nimmt Sailor Moon ihre Brosche. Die sieht ähnlich aus zu der aus der zweiten Staffel, oder? Man sieht es nicht ganz genau, aber doch, ich glaube, es ist der also, Crystal Star. Also von innen eindeutig sehr. Ja, genau. Aber von außen kann ich es nicht sehen. Ich glaube, es ist der Crystal Star. Und sie nimmt da ihr Jewel of Power und steckt das da rein. Das ist an so einem Ring dran. Das wäre halt auch ein Spielzeug gewesen, das wissen wir. Und das hätte auch so funktioniert, dass man da diesen Ring reinsteckt. Das Interessante ist, das erinnert mich so ein bisschen an so ein altes Moonstick-Spielzeug aus den 90ern. Da gab es nämlich auch diese Ringe mit verschiedenfarbigen Juwelen drauf. Die sollten halt quasi der Silberkristall sein. Und die konnte man da auch reinstecken und da macht er Musik. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass das von hier inspiriert ist, aber es ist schon auffällig. Und dann Verwandlung, die ja. ich gar nicht so schlecht finde. Nö, also auch die Transition von Real auf Zeichentrick ist ganz gut gelungen, meistens. Ja, also vor allem bei Sailor Moon, also da wird sie halt jetzt in so Licht gehüllt. Dann hat sie halt so einen CGI-Körper, der aber eigentlich ganz gut aussieht. Ja, dann zwischendrin haben wir dann immer noch die anderen, die sich verwandeln. Die kriegen halt jetzt aber nicht die typischen... Also Sailor Moon wird ja dann in so ein rosa Licht gehüllt, das haben die jetzt nicht. Die drehen sich einmal um, man sieht den Kopf halt so von der Seite. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen, naja, ein bisschen holprig. Dann ist die Silhouette von ihrem Kopf dann gefüllt mit irgendwie einem Hintergrund. Zum Beispiel bei Mercury jetzt Wasser, bei Mars Feuer und so weiter. Und dann geht das halt über in den Zeichentrickkopf. Ja, die Transition finde ich aber ganz gut gelungen eigentlich. Ja, ich finde, es sieht ein bisschen cringe aus, wenn dann die Elemente wie das Feuer oder so in dieser Silhouette drin sind. Aber an sich finde ich, ist es okay, es könnte schlimmer sein. Und da ist mir dann auch aufgefallen, wie merkwürdig Mars' Augen aussehen. Und jetzt kann ich auch genau beschreiben, was ich damit meine. Ja. Also sie hat eine schwarze Iris, also die Regenbogenhaut, der farbige Teil vom Auge. Dann müsste eigentlich eine Pupille kommen, in die man üblicherweise noch einen weißen Glanzpunkt einfügt. Es kommt aber keine Pupille, sondern es kommt eine weiße Fläche im inneren Auge mit einem schwarzen Punkt drin. What the fuck? Also, ja, das wenn du da jetzt, wenn du da jetzt Cars Gesang drunter legst, hör auf mich. Ja, das sieht wirklich weird aus. Ich denke mal, sie wussten einfach nicht, was sie damit machen sollten, dass die Augen an sich schon, also dass die Iris halt schon schwarz ist, weil sie einfach dunkle Augen hat. Und ja, da hätte man es halt irgendwie komisch gefunden, dann innen halt einfach auch schwarz zu haben, so wie die Pupille halt ist. Aber so sieht's halt auch nicht gut aus. Ja,
Also, ich meine, bei realen Augen ist es halt so, dass die ne dunkle bis schwarze Iris halt bei weitem nicht so schwarz ist wie die Pupille. Ja, Naja. eben. Ja, dann wird sich auf die Skyflyers geschwungen und ja, zum Jupiter geflogen, durch das Portal durch. Und da sind sie Frage: auch recht schnell, ja. Wie kommt jetzt Mercury in ihren Fliegerollstuhl? Oder wird ihr normaler Rollstuhl zum Fliegerollstuhl? Gute Frage. Wahrscheinlich wird der Rollstuhl zum Fliegerrollstuhl. Weil ich meine, ich wüsste halt auch nicht, wo soll der denn. Ja gut, wo sollen die Skyflyer sein? Ja, Das ist so auch so eine unterm Bett Frage. versteckt. Unterm Bett versteckt. Ja, stimmt, ist eigentlich. Überhaupt, was machen die da eigentlich auf der Erde? Wieso, was meinst du? Ja, okay, die sind jetzt auf der Erde, die sind aus dem Moon Kingdom geflohen, um diese Steine in Sicherheit zu bringen, und jetzt wohnen sie in einem Mädcheninternat. Warum? Was machen die da? Ich meine, die wissen doch, dass sie Weltraumprinzessinnen sind. Die haben ja kein normales Leben wie im 19, wie im Original. Deren normales Leben ist Weltraumprinzessinnen sein. Ja, ich meine, wahrscheinlich war der Gedanke halt, ja, sie wohnen ja auf der Erde und Mädchen in diesem Alter gehen halt einfach zur Schule. Wäre halt weird, wenn sie nicht zur Schule gehen würden. Da hätte, glaube ich, die Polizei was dagegen. Ja, aber sie könnten sich auch wie Superman eine Festung der Einsamkeit am Nordpol bauen. Ach nee, am Nordpol ist ja schon das Dark Kingdom, okay. Ja, gut, hier nicht. Weiß man's? Wäre vielleicht doch gekommen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Interessant. Abenteuer auf der Erde erleben, Ja, was ich ja eben. dann erwartet hätte. Ja, eben, die fliegen ja dann immer wieder in ihre Weltraumdimension. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, aber ich finde, es ist noch okay irgendwie. Es funktioniert irgendwie. Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch erst beim zweiten Mal anschauen Ja, gestellt. also wenn man das zum ersten Mal guckt, dann hinterfragt man das auch gar nicht so. Aber wenn man mehr drüber nachdenkt, fragt man sich schon, ja, okay. Man ist das halt so gewohnt vom Anime, dass die halt ihr normales Leben haben. Aber hier haben sie ja noch ihre Erinnerungen. Sie wissen ja, was los ist. Also eigentlich haben sie nichts, was sie eigentlich, also was sie bindet, auf der Erde zu bleiben, außer dass sie sich halt gerade mal verstecken müssen. Ja, ich meine, wahrscheinlich haben die sich halt mittlerweile so ein Leben dort aufgebaut. Ich weiß jetzt ja nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Oder wenn, fällt mir gerade ein, wenn sie schon in eine Alternativdimension reisen, warum machen sie sich die Mühe, sich auf der Erde zu verstecken? Sie können ja auch auf den Mond gehen. Ja, aber auf dem Mond ist da in unserer Dimension ja gar nichts. Ja eben, was eine super Idee ist, um sich zu verstecken, irgendwo, wo nix ist. Ja, aber wo nichts ist, ist halt auch Kacke zum Leben. Ja, okay. Essen brauchst du halt schon irgendwie, wahrscheinlich. Und sagen, wenn da Luft offenbar kein dringendes Bedürfnis ist. Ja, okay, aber anscheinend Aber funktionieren sie gut, ja ich schon irgendwie. hinterfrag da, glaube ich, einfach zu viel. Ab auf die Skyflyers, ab zum Jupiter. Also zum, Ja, nicht zum echten Jupiter, sondern eben zum Sailor Moon zum Jupiter. andere Dimensions-Jupiter. Ja, da landen sie dann auch jetzt prompt und da sind halt dann Monster. Da ist auch so ein Monster, was ich gerade sehe, das irgendwie weiblich ist und das so ein bisschen Tentakel hat. Das Ja. wird von Venus gekillt. Die kommt nämlich jetzt an mit diesem Spruch, den ich ja schon mal gesagt habe. Ja, wenn ich mir jetzt einen Nagel abbreche, dann seid ihr aber fällig. Ich glaube, die hat noch nicht mal Tentakel. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, das sind einfach nur die Blitze. Ah, das kann auch sein. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ja, Venus schießt mit so einem Lichtstrahl einfach Nee, nur. doch, ich glaube, es ist doch Tentakel. Okay. Ja, dann Mars schießt Feuer. Also die, ja, die haben, glaube ich, ja, sie haben teilweise so generische Animationen, also so wie im 90er-Anime. Jupiter zum Beispiel, die macht auch wie Supreme Thunder ihre Handbewegungen. Also das ist schon sehr ähnlich übernommen, auch der Hintergrund und so. Aber die anderen haben teilweise dann auch Attacken, die halt jetzt nicht so Stock-Footage sind. Ja, also im Grunde genommen, da sind halt die Monster, die wir schon kennen, die werden von denen so ein bisschen beballert und da ist das große Schlammmonster. Das mir verdächtig bekannt vorkommt, gab's mal sowas? In Sailor Moon nicht, nee. Hä? Es könnte auch Lava sein, man weiß nicht, es tropft irgendwie. Wahrscheinlich soll es am ehesten Lehm sein, aber ich finde Schlamm ist einfach die dümmste Bezeichnung. Ja, Und gegen das genau. Schlammmonster kommen sie nicht an. Also das haut sogar unhöflicherweise Mercury aus ihrem Flugzeug raus. Genau, Und die selbst Sailor Moon Mercury kommt nicht fliegt an. und will das abschießen mit ihren Laserstrahlen im Rollstuhl, aber es schlägt dann einmal in die Luft und dann fällt sie raus. Und Sailor Moon haut auch mal ein paar Attacken drauf, aber naja.
Genau, und dann kommt irgendwie so ganz unmotiviert so eine Rose ins Bild gerollt. Gerollt, nee. Ja, aber es sieht wirklich aus, als hätte einer so von außerhalb des Bildes die nur so ganz eben fallen gelassen. So einfach, die fällt da rein, so. Ich musste aber so lachen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil es ist halt wie im 90er-Anime. Da wie die Rose da einfach reinfliegt und dann so Ja, im beim Boden stecken bleibt.90er-Anime kommt da eine gut animierte Szene, so Musik und hier wirklich einfach nur so, Rose. Ja, dann sehen wir auf so einer Treppe drauf einen Mann, der aussieht wie Tuxedo Mask ohne Hut. Also der hat das Kostüm ist relativ gleich geblieben. Der sagt aber auch nichts. Und die Rose gibt jetzt Sailor Moon irgendwie Kraft, also die reagiert irgendwie auf die Brosche, die leuchtet dann so. Und dadurch kann sie dann jetzt ihre Attacke abfeuern. Also die Attacken haben alle komischerweise keinen Namen. Da frage ich mich auch, ob das noch irgendwie geändert worden wäre. Vielleicht. Aber die Animation ist tatsächlich sehr ähnlich, wie sie die Tiara nimmt und es wird dann halt der Mondstein und das schmeißt sie dann so. Das ist tatsächlich sehr ähnlich. Also, hier gäbe es tatsächlich mal einen Grund, warum Tuxedo Mask eigentlich immer zum Helfen kommen muss. Ja, ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Denn einerseits ist es ja ganz cool, dass Tuxedo Mask halt eine Purpose hat, also eine Funktion. Andererseits, naja, es ist halt schon ein bisschen doof, dass Sailor Moon ihn zwingend braucht, um anzugreifen, also um richtig anzugreifen. Sie konnte ja vorher so ein paar Strahlen abschießen, aber das war's dann auch. Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es ist halt so ein bisschen wie Pegasus, der kommt und Sailor Moon ihre Kräfte verleihen muss, denn sonst Ja, kann sie ja nichts. genau. Ja, aber wenigstens hat er hier eine Funktion. Das ist ja auch ganz cool. Ist halt die Frage, ob das ein wiederkehrendes Element gewesen wäre, ob der dann jede Folge gekommen wäre, das wäre dann nicht so geil gewesen, oder ob sie den nur manchmal hervorziehen. Interessanterweise habe ich so oft in den Kommentaren zu dieser Folge gelesen, irgendwie, dass Tuxedo Mask genauso nutzlos ist wie im 90er-Anime. Aber eigentlich nicht. Der hat doch hier eine Funktion. Ich verstehe das irgendwie nicht. Naja, ich fühle mich schon sehr an Folge 1 erinnert. Er schmeißt eine Rose. Und dann geht er Und. wieder. Ja, okay, aber die Rose macht wenigstens was. In der Das stimmt, ersten das Folge ist ein vom bisschen 90er sinniger. Anime lenkt sie ja wirklich nur das Monster ganz kurz ab und das war's. Interessant finde ich eigentlich die Treppe, auf der er steht. Oder besser gesagt, den Hintergrund. Ja. Was sehen wir da? Ja, gute Frage. Die Sonne? Fragezeichen? Die Sonne kann es nicht sein. Wir sind ja auf dem Jupiter. Da muss die Sonne ja kleiner aussehen. Und zwar wesentlich kleiner als auf der Erde. Stimmt, also da ist halt so ein großer gelber Planet Fragezeichen und daneben noch so ein kleiner roter Planet. Ich versuche jetzt mal Scheiße zu polieren, ne? Also, Ja. es soll vermutlich die Sonne sein und das macht keinen Sinn. So, jetzt sage ich aber mal, es ist nicht die Sonne. Was ist es dann? Ist es vielleicht der Jupiter und wir befinden uns auf einem Mond des Jupiter und der Jupiter ist so gelb, weil er von der Sonne angestrahlt wird? Also ich glaube, am besten als sinnvolle Erklärung ist, wir befinden uns auf einem Mond des Jupiter. Das löst auch das Gasplanetenproblem Stimmt. und das gelbe Große ist der Jupiter, der von der Sonne angeleuchtet wird. Ja, der hat auch so ein bisschen so Streifen, ne, so ganz leicht. Ja, gut, der andere kleine Ja. Himmelskörper auch. Ja, okay. Hinterfragen wir es nicht. Man wollte einfach nur einen coolen Weltraumhintergrund. Aber ich damit gerechnet, dass 30 Jahre später irgendwelche Nerds diesen Pitch auseinandernehmen. Ja, genau, und dann stehen sie da und sind so, ja, wer war das jetzt? Keine Ahnung. Und dann cutten wir rüber in den Realteil und da Und sitzt dann Victoria sitzt bekifft an ihrem Pult. Ja, sie sitzt halt im Klassenraum im Unterricht und denkt jetzt darüber nach und wiederholt dann nochmal das, was sie da gesagt hat, nämlich, I don't know, I just don't know. Und sie sagt das so cringe. Ja. Das ist wirklich cringe. Und irgendwie dann fragt auch die Lehrerin, Hallo, Victoria, wo bist du? Irgendwo draußen im Weltall? Nein, ich bin hier. Auf Auf der der Erde. Erde. Und dann lächelt sie so voll vielsagend in die Kamera. Ja. Ich bin Ich bei weiß Drogen. nicht. Drogen. Drogen erklären diese Szene zu 100%. Ja, und diese Szene finde ich ist aber auch ein bisschen irreführend, denn es haben jetzt auch einige Leute geglaubt, dass sie sich diesen ganzen Kampf alles irgendwie nur ausgedacht hat, dass das nur so ein Tagtraum von ihr war. Aber nein, natürlich nicht. Das ist halt einfach blöd geschnitten.
Nein, es wirkt halt so, als würde sie jetzt aus dem Traum aufwachen oder als wäre das alles ein Traum gewesen. Aber sie hat sich einfach nur daran erinnert und es ist schon vorher mal wirklich passiert. Ja, soll ich jetzt irgendwie glauben, dass sie von Tuxedo-Mask träumt? Das wäre alles ein bisschen... Ich schieb's mal da ein, dass das alles noch besser funktioniert hätte, wenn wir die volle Länge erreicht hätten. Ja, aber was ist jetzt das Problem damit? Ja, der Tag, also wir wissen ja, dass sich Sailor Moon eigentlich auf den ersten Blick in Tuxedo Mask verlieben soll. Und dann wird's ein bisschen besser, also wenn sie sich einfach nur an den Kampf erinnert, frage ich mich ja, warum sitzt sie da so verträumt und erinnert sich an den Kampf? Es wäre irgendwie sinnvoller, wenn es jetzt wäre, dass sie sich an Tuxedo Mask erinnert. Ja, aber es kann ja sein, denn ich meine, sie hat ja an den Kampf gedacht und dann... Am Ende kommt der Tuxedo Mask und jetzt, als sie an diese Szene gedacht hat, dann ist sie also verträumt geworden. Ja, sie wacht ja auch auf mit diesem I don't know. Ja, ich denke, aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert für mich. Ja, wie gesagt, der Cut war auch weird. Es wirkt halt jetzt so, als hätte sie sich das alles irgendwie nur ausgedacht. Ich wollte auch generell noch sagen, ich finde die Mädels, also die Schauspielerinnen an sich machen einen guten Job. Ich finde nur, manche Lines sind einfach ein bisschen cringy rübergebracht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das liegt jetzt nicht an ihnen. Es liegt, glaube ich, einfach am Drehbuch. Und ich meine, es waren halt auch wahrscheinlich sehr unerfahrene Schauspielerinnen, die übrigens alle über 18 sein mussten, damit man keine rechtlichen Probleme kriegt wegen dem ganzen Kinderzeug. Aha. Ja, ich glaube aber, die meisten, bis auf irgendeine, waren sowieso schon 20 oder so. Deshalb, falls ihr euch denkt, warum die nicht wie 14 aussehen. Übrigens, sie wäre ja gar nicht 14, sie wäre 16. Das wird im Titelsong gesagt. Ja, stimmt. Das wird irgendwo mal, ja. Okay, wir sind schon ziemlich weit, wir haben schon ziemlich lange über 10 Minuten Video gesprochen. Aber wir sind jetzt am Ende vom Video angekommen. Ich wollte aber noch zu dieser Kampfszene noch kurz was sagen. Ach so, ja, dann reden erst über die Kampfszene und dann reden wir über das Allgemeine. Yo, also die Mädels hatten da alle so voll cringy Sprüche noch, die sie immer gesagt haben, bevor sie angegriffen haben. Das wirkte so ein bisschen wie in so einem Videospiel, wo die Leute immer so Catchphrases haben, wenn sie angreifen, so generische Sachen, die sie halt immer sagen. Nämlich irgendwie, why don't we have a party right here? Oder, ja, also halt so voll die typischen Angriffssprüche. Dann Mars sagt noch irgendwas mit why don't we burn off a few pounds? Redet über das Gewicht abnehmen, ganz toll. Bravo! Selbst der 90er-Anime hat bis Folge 4 gebraucht, bevor er das Thema aufgemacht hat. Ja, genau. Oder hat dieses And if I break a nail, you're really in for it. Das klingt halt alles so wie so Sprüche, die in einem Videospiel abgespielt werden, wenn man die Attacke anklickt. Das klingt wirklich, also wo du es gerade mit Videospiel erwähnst, das klingt wie bei Final Fantasy X, wenn man einen Charakter auswechselt und die kommen dann mit so einem Spruch wieder rein und greifen an. Ja, oder bei Fire Emblem irgendwie bei den... Ja, bei den genau. Crits. Da sagen die doch dann... Ja, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber da sagen die auch, wie jetzt bist du dran oder irgend sowas. Naja. Oder wie bei Grandia, die Attackensprüche. Now I'm really angry. Genau. Und einen Satz habe ich nicht verstanden, nämlich als dann halt Mercury auf den Boden fällt, dann rennen halt alle gleich hin und sind so, oh Gott, Mercury. Und dann sagt sie aber, hey, somebody answer that phone. Hä? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ist das vielleicht einfach nur so ein feststehender Begriff wie, ja, gebt ihm zurück oder sowas? Möglich, weiß ich jetzt nicht. Danach greift der Sailor Moon dieses Monster an und dann kommt was klingeln könnte wie ein Telefon klingeln. Aber das kommt ja dann auch nachdem sie das sagt. Nein, jetzt weiß ich, was es heißen soll. Ja? Die ist hingefallen und es gibt doch dieses, oh, ich hab so ein Klingeln im Kopf. Und deswegen, oh, geht einer ans Telefon. Die Formulierung kenne ich tatsächlich aus irgendeiner alten Show. Da bekam mal einer was auf den Kopf und in der deutschen Version, die englische kenne ich nicht, sagt er dann irgendwie, oh, geht mal einer ans Telefon. Ach so, okay, nee, den Begriff kannte ich jetzt nicht. Ja, es fiel mir jetzt auch gerade erst wieder ein. Ja, ich dachte nämlich, weil halt dann Sailor Moon angreift und dann klingt das so entfernt wie so ein Telefonklingel. Ich dachte, sie meint da das, aber das hätte gar keinen Sinn ergeben, weil sie das ja erst hören, nachdem sie das gesagt hat. Aber okay, dann haben wir das auch geklärt. Ja gut, dann habe ich zur Story jetzt auch nichts mehr zu sagen. Okay, meine Meinung. Ja. Den ganzen Realfilmteil Katastrophe, habe ich schon genug zugesagt, aber das ist wirklich, also, es geht so ein bisschen in die Richtung von diesem Video, was ich mal gesehen habe, Sailor Moon should have been a space opera. Und wo ich nicht zustimme bei diesem Video, aber okay. Ja, ich finde, also hier sieht man, die Idee ist also, ja,
man hat hier also den Eindruck, es gibt wirklich einen zumindest durch das Sonnensystem rauschenden Konflikt. Finde ich an sich eine coole Idee. Ich finde es eine coole Idee, dass die Planeten bewohnt sind. Ob man da jetzt was mit gemacht hätte, sei mal dahingestellt. Aber die Idee ist zumindest cool. Man hätte vielleicht auch mal irgendwie gesehen, wie sieht denn das Jupiter-Königreich eigentlich aus? Also hier sehen wir nur ein generisches Bauwerk, in dem gekämpft wird. Aber es wäre vielleicht auch anders gewesen. Dadurch, dass die Mädchen halt auch wirklich eine aristokratische Vergangenheit haben, müssten sie ganz andere Persönlichkeiten haben. Das sind ja im Grunde genommen, ja, sie sind ja gezwungenermaßen eigentlich schon erwachsen, auch wenn es Teenager sind. Was man da alles mitmachen könnte, dass Beryl von außerhalb kommt und angreift und Planeten erobert, die man dann vielleicht auch mal zurückerobern könnte. Wie gesagt, ich glaube von den meisten Sachen davon, dass das nicht so gekommen wäre. Aber es sind gute Ideen, teilweise Ideen, die ich finde im Original ganz gut aufgehoben gewesen wären. Ja, also man erfährt jetzt nicht genau, woher Beryl kommt, aber es wirkt schon, als wäre sie halt nicht wie ursprünglich, also im Anime, von der Erde, sondern von irgendwie außerhalb, also vom außerhalb des Sonnensystems oder so. Und ich glaube, wenn man diese Sachen, also wenn man hier die offensichtlichen Probleme, die es in dem Pitch hier gibt, wenn man da noch ein bisschen dran gefeilt hätte, das hätte funktioniert damals. Das wäre, glaube ich, eine gute Serie geworden. Und ich gehe sogar so weit, ich möchte dafür nicht auf Original Sailor Moon verzichten. Aber was aus dieser Serie geworden wäre, ich glaube, ich hätte es gerne gesehen. Ja, soll ich dann sagen? Ja, bitte, dann sag du mal. Ja, also selbstverständlich ist es gar nicht, also es reicht natürlich überhaupt nicht an die Originalserie ran. Aber ich finde auch, manche Ideen sind eigentlich cool. Was du auch schon gesagt hast, dass halt im Weltraum, dass man da überhaupt mal was erfährt, was jetzt mit den Königreichen ist, dass da auch Menschen leben und dass man da vom Mondkönigreich auch mehr erfährt. Das finde ich halt auch so schade, dass das in der Originalstory so wenig beleuchtet wurde. Und dass auch die Kämpfe im Weltraum stattfinden, finde ich eigentlich auch mega coole Ideen. Ja, oder halt auch, dass es mehr Diversität gibt, finde ich cool. Dass es halb real und halb Live-Action ist, finde ich zumindest eine gute Idee. Was ich dann nicht gut finde, sind halt Änderungen wie, dass die Mädels sich schon kennen und dass die von ihrer Vergangenheit wissen und dass die Kräfte für sie auch gar nichts Neues sind. Denn ich finde halt, gerade am Anfang ist das, was Sailor Moon ausmacht, ja eigentlich, dass sie das alles erst kennenlernen. Ja, dass sie halt eigentlich ganz normale Mädchen sind, die dann plötzlich Superkräfte bekommen. Und dass sie sich halt dann so langsam kennenlernen und dann so langsam immer mehr herausfinden über ihre Vergangenheit. Aber hier ist das halt leider nicht so und das ist schade. Darf ich da einmal kurz zwischen? Ja. Wo du das gerade ansprichst. Ich glaube auch, das wäre keine Magical Girl-Geschichte geworden. Auch wenn Sailor Moon eine ist, das hier wäre nicht das typische Schema eines Magical Girl Animes gewesen. Ich glaube nicht, dass das dass das so gewesen wäre. Es wäre eher so typische Superheldengeschichte geworden, glaube ich. Ja, stimmt. Also das liegt wahrscheinlich halt auch daran, dass man im Westen dieses Magical Girl Zeug ja noch nicht wirklich kannte. Naja, also das finde ich halt schon sehr schade, dass das nicht vorkommt, aber wie schon gesagt, es ist halt sowieso eine komplett andere Serie, was ganz Eigenes. Von daher finde ich es auch nicht so schlimm, dass man jetzt so viel geändert hat. Ja, und wie ich auch schon gesagt habe, es ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee, dass man das halt für Amerika so gemacht hätte. Ich meine, natürlich, der Knackpunkt ist halt, es wäre statt dem Anime gekommen und das stört mich massivst. Deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir das nicht so bekommen haben. Aber an sich, wenn ich jetzt damals so der Producer gewesen wäre oder keine Ahnung, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so die allerschlechteste Idee gewesen. Man hätte sich natürlich auch die Gefahr rechtlicher Querelen etwas verringert, wenn man eine eigene Show macht. Wieso? Weil man natürlich, also man hätte zwar Probleme mit der Sailor Moon Lizenz bekommen, weil das Ding halt Sailor Moon hieß. Aber weil es eben ein eigenes Werk gewesen wäre, wäre es nicht so einfach gewesen, von Japan aus das Ding wieder zurückzupfeifen. Könnte auch einer der Gründe sein, warum sie das dann doch nicht wollten. Naja, ich weiß nicht. Es sagen ja auch viele dann immer, ja, das wurde nicht genommen, weil es so schlecht war. Nee, eigentlich war der Hauptgrund halt, weil es viel günstiger ist, ein Anime zu dubben. Denn natürlich ist eine Synchro viel günstiger als eine neue Serie. Ich weiß nicht, ob wenn sie jetzt das Geld gehabt hätten, ob dann jetzt Toei gesagt hätte, ja, macht halt. Da würde sich mir dann ja auch die Frage stellen, wäre das denn erfolgreich gewesen oder wie hätte sich das überhaupt ausgewirkt?
Ja, also meine Einschätzung von dem, was ich im Pitch gesehen habe, das hätte funktioniert. Das hätte hervorragend funktioniert. Hätte den Nerv damals sehr gut getroffen. Vor allem für eine etwas jüngere Zielgruppe als als die Originalzielgruppe. Ich würde Ja. sagen, wenn du diese Show, also das, was ich jetzt so vermute, was draus geworden wäre, es ist ja alles immer mit einem Konjunktiv, weil wir wissen ja nicht, wie es wirklich geworden wäre. Ich denke, die Zielgruppe wäre nicht so 12-jährige Mädchen geworden, sondern eher noch 2 bis 4 Jahre jünger. Ja, glaube ich auch. Was kurios ist da, was da man ja auch die Figur 2 Jahre älter gemacht hat, aber. Ja, schon. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es funktioniert hätte. Denn, ich meine, natürlich denken wir jetzt, oh Gott, das ist voll schrecklich und das originale Sailor Moon ist viel besser. Aber jetzt überleg mal, die in Amerika hätten das ja erstmal gar nicht gewusst, dass es diesen Anime gibt. Die hätten ja gedacht, dass das ist halt so, das gehört alles so. Und als Kind ist dir ja auch egal, wenn die Animation jetzt nicht so gut ist. Also ich glaube, als Kind hätte es mir vielleicht auch gefallen. Ich glaube auch, das wäre ganz erfolgreich gewesen. Ob es jetzt so erfolgreich gewesen wäre wie der Anime, ist eine andere Frage, das weiß ich jetzt nicht. Und natürlich hätten dann auch durchs Internet sehr schnell die Fans herausgefunden, zumindest die älteren Fans, dass es da den Anime gibt und die wären dann voll die Hater gewesen. Und bestimmt hätten wir es dann auch voll gehatet. Könnte ich mir zumindest denken. Aber da es halt jetzt nicht rausgekommen ist, hat es schon eine gewisse Faszination. Also halt auch als wir die Folge noch nicht hatten, da hat sich ja schon so eine Fan-Community drum gebildet, einfach weil es so ein Mysterium war und man wusste nicht, wie wäre das geworden. Das verstehe ich schon. Es gibt ja auch tatsächlich so eine Lost Media Community, was ich gar nicht wusste vorher, die sich halt generell einfach damit beschäftigen, was für Medien alles so verloren gegangen sind, was nie veröffentlicht wurde oder sowas. Also ich verstehe die Faszination und aus reiner Neugier würde ich es eigentlich auch ganz gern sehen. Es würde mich schon sehr interessieren. Und wie gesagt, ich würde auch noch nicht mal darauf wetten, dass die Serie jetzt so kacke geworden wäre. Es wäre halt jetzt nur so kacke, weil, gut, die Animation ist jetzt nicht besonders geil, weil sie halt so wenig Budget hatten. Aber für uns ist es halt jetzt nur kacke, weil wir den Vergleich zum Anime haben und weil wir uns denken, oh, das ist ja alles voll anders. Ja, also ich finde es auch gar nicht so kacke. Also ich bleib dabei. Wenn sie jetzt sagen, also wenn sie jetzt sagen müssen, hey, wir haben ja außerdem noch ein Archiv mit 20 Folgen gefunden, ne? So würde ich sagen, boah, geil, will ich sehen. Ja, Das wäre klar. meine Reaktion. Ich würde nicht denken, oh, muss ich mir das jetzt angucken? Nee, ich würde sagen, will ich sehen. Und Ja. zwar nicht nur aus Neugier, sondern weil ich es wirklich sehen wollen würde. Es wird mich ja schon sehr interessieren. Die Frage ist halt nur, also manche sagen ja auch, es wär vielleicht voll cool gewesen, wenn das jetzt halt einfach als eine eigene Serie rausgekommen wäre, die nicht Sailor Moon ist. Wäre es auch gewesen, aber das wäre nicht Ja, passiert. glaube ich schon auch. Aber natürlich erstens, man wollte halt von der Beliebtheit von Sailor Moon in Japan was abhaben. Und zweitens, wären wir dann überhaupt Fans davon? Also würden wir das dann überhaupt gucken oder halt in Betracht ziehen, dass es das gibt? Weil wir reden ja jetzt nur darüber, weil es halt was von Sailor Moon ist. Das kann sein, aber es wäre vielleicht trotzdem eine coole Serie geworden. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, natürlich hätte man dann Sachen noch ändern müssen. Aber an sich das Konzept, ja, so als eigenes Ding, warum nicht? Was ich mir gerade übrigens so von der Story her frage, was ist jetzt eigentlich aus Queen Serenity geworden? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, stimmt. Ist die jetzt gefangen oder ist die geflohen? Ist die tot? Na, War die auf dem tot glaube ich Schiff? nicht. Die war aber nicht auf dem Schiff, ne? Oder doch? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also da wurde halt nur gesagt, irgendwie, Darien soll die Königsfamilie in Sicherheit bringen. Es könnte tatsächlich sein, dass sie auf dem Schiff war. Aber ist es nicht aber auch so, dass Darien halt schon zu dem Schiff läuft, während sie da noch steht? Ja, eben, deswegen frage ich ja. Ein bisschen Ja, komisch. das ist eine gute Frage. Das wäre auch wieder so ein interessanter Plot. Yay, Beryl hat jetzt Queen Serenity als Gefangene. Wir müssen die befreien. Ich meine, dadurch würde die Story noch viel videospielmäßiger wirken als sowieso schon, aber. Ich meine, ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, aber es wäre möglich. Was, ja? Also, wenn sie sie gefangen hat, sie wäre auf jeden Fall eine gute Projektionsfläche. Weil das Problem bei Bösewichten ist ja immer, die haben manchmal sind Bösewichte da und die haben niemanden, mit dem sie reden können. Im Original ist es dadurch gelöst, dass es die Chiteno gibt. Hier scheint es die ja nicht zu geben. Wenn sie eine Gefangene hat, mit der sie reden kann, wäre schon nicht schlecht. Ja, stimmt. Wäre natürlich auch interessant, ob dann mal die Steno gekommen wären oder dann später vielleicht sogar die Outers oder irgendwelche anderen Bösewichte. Werden wir nie erfahren. Nee. Aber es macht Spaß, sich zu überlegen, was es geworden wäre. Ja, natürlich. Ich finde es, wie gesagt, auch sehr interessant. Und viele sagen halt immer, boah, es ist so kacke. Aber ganz ehrlich,
So kacke finde ich's halt eigentlich auch gar nicht. Ich bin übrigens sehr fasziniert von den also von den Wiederholungskurven in dem YouTube-Video. Ja, wieso? Also erstmal gibt es eine riesige Spitze am Anfang und die stürzt dann ab. Das ist aber oft so. Ja. Dann gibt es irgendwie da, wo die Senshi gezeigt werden, ist eine Spitze, also wo die alle der Reihe nach an der Kam die Kamera an denen Wo die vorbeifährt. Verwandlung ist. Und wo die Verwandlung ist, ist auch nochmal eine Riesenspitze. Ja, stimmt, und dann am Ende noch so ein bisschen. Ja, generell also der Kampf, sobald Tuxedo Mask auftaucht, wird noch mal ein bisschen mehr. Kurioserweise. Naja, also so einerseits bin ich ja froh, dass es halt nicht so gekommen wäre. Ich meine, stell dir halt mal vor, das wäre dann so im Westen die Version gewesen, die die Leute kennen. Und stell dir mal vor, du fragst heute einen Amerikaner, ob er Sailor Moon kennt, und er denkt an das hier. Die Vorstellung finde ich witzig. Ja, witzig schon, aber ich möchte nicht, dass das so ist. Und wer weiß, ob das dann nicht auch in andere Länder dann gekommen wäre. Ja, also wenn diese Serie gemacht worden wäre und sie wäre gut gewesen, wäre vermutlich das auch die Version gewesen von Sailor Moon, die wir bekommen hätten. Ja, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Und interessanterweise hat ja Raymona da auch so ein paar Hinweise gefunden, dass es da noch andere solcher geplanten Anime-Serien gab zu dem Zeitpunkt. Ich meine, wenn jetzt Sailor Moon da so geworden wäre, dann glaube ich, hätte das ja auch total verändert, was für einen Stellenwert Sailor Moon im Westen hat und auch was Anime überhaupt für einen Stellenwert haben. Denn Sailor Moon war ja schon eine extrem wichtige Serie, dass dann halt weitere Anime überhaupt in den Westen rüberkamen. Das war ja eine große Wegbereiterin. Vor allem in Europa. In Ja. Amerika auch, aber nicht so krass wie in Europa. Ja, das stimmt, vor allem in Europa. Also von daher, ich glaube nicht, dass ich diese Welt sehen möchte, wo das so ist, aber die Serie an sich sehen möchte, würde ich trotzdem. Also wenn es halt jetzt nicht statt dem Anime gekommen wäre, sondern einfach so als Nebending, das hätte ich schon ganz cool gefunden eigentlich. Einfach nur, weil es Ja. interessant wäre. Ich sag ja, ich würde dafür nicht auf Sailor Moon Original verzichten wollen, aber ich würde hätte trotzdem echt gern gesehen. Ja, weil ich meine, es schadet ja auch nicht, wenn es das zusätzlich gegeben hätte. Es wäre ja das Original alles noch da Ja, gewesen und es wäre nur ja. nicht passiert. Okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Wir haben es geschafft, fast 2 Stunden über ein 8-Minuten-Video zu reden. Also eigentlich 10 Minuten, aber. Ja, aber da hinten sind einfach 2 Minuten dran, in denen nichts mehr kommt. 2 Minuten wirklich? Ja, okay, also. Na, 1 Minute. Ja, gut. Und am Anfang fast 1 Minute, in der auch nichts passiert. Ja, aber da wird ja geredet, das ist ja schon wichtig. Wie gesagt, falls ihr noch mehr Infos darüber haben wollt und Fun Facts, habe ich auch ein paar in meinem Video. Und schaut auch bei Raymona vorbei. Oh ja, wobei ich mir diese Doku bis heute nicht angeguckt habe. Das schreckt mich ab, dass die so lang ist. Ja, sie ist lang, aber ich finde, sie ist auch sehr spannend gemacht. Also ich habe da wirklich mitgefiebert. Ob sie da jetzt was findet, ich wusste es ja nicht. Und ich meine, sie wusste es ja auch nicht, als sie den ersten Teil dann gemacht hat. Und dann, als dann wirklich dieser Moment kam, ich war wirklich emotional, ich war am Ausrasten halt, weil es ist halt einfach 30 Jahre altes Videomaterial, das eigentlich niemand mehr zu Gesicht hätte bekommen sollen. Und es wurde einfach gefunden. Das ist schon krass. Selbst wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist eine Kackserie, es ist ja schon cool, dass es überhaupt gefunden wurde. Also das, finde ich, muss man schon mal appreciaten. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich es ziemlich traurig finde, dass in Raymonas Upload der Folge jetzt so viele Leute rumhaten, wie kacke das doch alles ist. Manche sagen ja sogar, sie hätte es nie finden sollen. Das finde ich schon ziemlich respektlos, denn es ist ja eine Sache zu sagen, okay, die Serie gefällt mir überhaupt nicht. Aber man sollte schon Raymonas harte Arbeit wertschätzen, die sie da reingesteckt hat. Denn es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir das überhaupt zu Gesicht bekommen. Und ja, auch wenn es euch nicht gefällt, manche Leute freuen sich darüber, dass man es jetzt überhaupt sehen kann. Und ja, es ist ja schon zumindest interessant. Ich glaube, das muss man zugeben, auch wenn ihr es nicht gut findet. Es ist interessant. Und ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich diese Serie mal verteidige, denn ich habe ja auch vor ein paar Jahren dieses Musikvideo gesehen, das habe ich ja dann auch in einem Faktenvideo erwähnt, und da habe ich mich dann ja auch drüber ausgelassen, wie schrecklich das alles ist.
Aber naja, mittlerweile habe ich diese Meinung so ein bisschen geändert, einfach weil ich jetzt die Hintergründe kenne und das Ganze mehr verstehe, warum man das so gemacht hat. Und natürlich muss man halt auch verstehen, dass das ja eine ganz andere Serie geworden wäre als der 90er Anime, denn der Punkt war ja eben, dass es nicht genau ist wie der 90er Anime. Jo. Gut, dieses Video kommt jetzt, glaube ich, am Ende des She-Ra Podcast, also der ersten Staffel vom She-Ra Podcast. Und ob es nächste Woche mit She-Ra weitergeht, wissen wir jetzt noch nicht, ne? Zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht, das überlegen wir uns noch, weil wir nehmen das halt ein bisschen vorher schon auf. Ja, wie ihr bereits wisst, natürlich geht es weiter mit She-Ra. Alles klar, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Yo. Dann sag ich einfach nur, ciao, ciao, Mad-Eye over and out. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gern Kommentare, wenn es euch gefallen hat und hinterlasst einen Like oder ein Abo. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.